hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblingsroaster mit Herz und ich heiße dich hier heute willkommen sonnig, sommerlich aus Cancun in Mexiko. Ich habe euch ja angekündigt, dass ich hierher fliegen möchte. Ja, auf dem Weg hierher sind ein paar lustige Sachen passiert und schöne Sachen vor allem. Und zwar habe ich meinen Anschlussflug in London verpasst. So, für alle, die vielleicht auch ein bisschen dusselig sind, wenn ihr einen Anschlussflug habt in einer Stadt, insbesondere London, solltet ihr darauf Acht geben, dass der Anschlussflug am gleichen Flughafen stattfindet und nicht an einem anderen. Also ich bin in Heathrow gelandet und ich sollte 4 Stunden später meinen Anschlussflug haben in Gatwick und da braucht man wohl 2 Stunden rüber mit dem Bus. Und wenn man aber serbischer Staatsbürger ist, dann darf man immer in diese Schlange, die nicht so schnell geht, so nicht EU-Bürger. Und ich habe ungefähr 1,5 Stunden in der Schlange gewartet und habe dann eben meinen Anschlussflug verpasst. Und da es ja hier auch sehr, sehr oft so um persönliche Entwicklung geht und so, ich bin so kurz davor gewesen, mich an diesem Moment auch zu ärgern, weil ich weiß, dass jemand anderes sich wahrscheinlich von Anfang an irgendwie bemerkbar gemacht hätte und gefragt hätte, ob er oder sie vor kann, weil er oder sie ihren Anschlussflug verpasst. Ich habe kurz darüber nachgedacht, aber irgendwie, ja, ich habe es 2-3 Mal probiert, mich hatte keiner gesehen und dann habe ich mich der Situation hingegeben und bin ich stolz drauf? Nein. Habe ich mich aber sonst, wie sonst immer, selber dafür verurteilt? Nein. Irgendwie ist was bei mir passiert, es hat so Klick gemacht und deswegen gefällt mir diese Reise bislang auch fürchterlich gut. Ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen oder mit der Art und Weise, wie ich sein möchte und verurteile mich dann in dem Moment selber, sondern ich bin immer lieb zu mir. Na, und immer wenn es irgendwie kurz davor ist, so aufzuploppen, dass ich mich über mich selber ärgere, höre ich damit auf, weil ich mir so denke, okay, gut, dann weißt du, wo du hin möchtest, aber Sunny, du bist gerade einfach nicht so weit. So, und Konsequenz ist, dass du deinen Flug verpasst und dass du dann im Idealfall eine Nacht in London bleiben darfst. Das war nämlich seit eh und je ein Wunsch von mir und ich wusste aber immer nicht, ob ich da hinreisen darf ohne ein Visum. Ich glaube, das hat sich geändert. Ich durfte auf jeden Fall dieses Mal dort einreisen und habe mir dann ein Hotel gebucht in der Nähe von der London Bridge. Und dann habe ich mich mit zwei Schnuffelhäsinnen getroffen, mit der Sadia und der Victoria. Und ich habe darüber auch ein Bild gepostet auf Instagram. Und während ich das gepostet habe, musste ich auch ein bisschen weinen, weil das für mich einfach so ein Riesengeschenk ist, diese Community haben zu dürfen. Und um ganz ehrlich zu sein, bin ich heute Abend auch verabredet mit einer Schnuffelhäsin, die gerade in Tulum ist. Das ist 2-3 Stunden entfernt von Cancun. Wir wollen da etwas machen, das nennt sich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, und zwar Temazcal. Ja, es ist auf jeden Fall eine Healing-Geschichte und erstmal finde ich es geil, dass mich überhaupt ein Schnuffelhase hier in Mexiko anschreibt und dass dieser Schnuffelhase dann auch noch mit so einer geilen Idee um die Ecke kommt. Also ich versuche das Video hier jetzt zu drehen, es ist ja ein Dreiteiler und ich versuche auch es dann hochgeladen zu bekommen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Upload-Geschwindigkeit hier ist. Und wenn das alles klappt, dann fahre ich dahin und da wollte ich einfach nur sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, angekommen im Hostel gestern Abend um 8.30 Uhr, abends war ich sehr, sehr müde und ich war so am Überlegen, gehst du jetzt schlafen oder gehst du vielleicht noch einmal kurz auf die Rooftop-Bar und trinkst da einfach ein Bierchen. Und ich bin dann da hingegangen und es gab einzelne Personen, die dort auch alleine saßen. Und ja, es reichte für so ein paar nette Blicke und kurz vorm Zu-Bett-Gehen auch für einen kurzen Smalltalk, aber warum teile ich das mit euch? Natürlich ist das alles sehr, sehr aufregend für mich und ich frage mich so, okay, wie macht man dann den ersten Kontakt? Also am Nebentisch saßen 2 Girls und wir haben uns 2-mal so angelacht und ich war so, ja gut, und jetzt gehst du jetzt einfach rüber. Habe ich dann nicht gemacht, ist aber auch nicht schlimm. Ne? Also falls ihr so Tipps habt für so Kaltakquisen, für so kalt erste Gespräche,
dann gerne in die Kommentare damit und vielleicht lässt sich dann der ein oder andere hier inspirieren. Aber wie gesagt, ich mache mir keinen Druck. Ich habe dann wunderschöne 8 Stunden Schlaf bekommen, war heute Morgen schon im Frühstücksbereich Dschungelcamp die Folge 10 gucken und es war alles sehr, sehr entspannt und schön und ja, ich bin gespannt auf den Tag. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Dschungelcamp könnt ihr gucken auf RTL Plus. RTL Plus Premium Abo kriegt ihr über mich vergünstigt. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr unten in der Infobox. Es gibt nämlich im zweiten und im dritten Monat oh mein Gott, habe ich das jetzt wirklich gerade vergessen? 50%, ne? Ja. Oder? Warum? Irgendwie ist alles anders hier. Ich bin so ein bisschen vergesslich geworden. Ich glaube, das ist für mich auch alles so ein bisschen surreal. Ich gucke mal ganz kurz in eines der Videos, was ich da immer so anbiete für euch. Ja, 50% auf den zweiten und dritten Monat. Erster Monat ist ohnehin kostenfrei. Und ja, abonniere auch gerne meinen Channel, wenn du Bock hast auf Trash-TV, auf ein bisschen so Hobbypsychologie, Selbstentwicklung, Weiterentwicklung, dann bist du hier bei mir genau richtig. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Folge 8. Ich finde, Gigi ist harte Schale, weicher Kern. Okay, also es geht um die beiden. Ich finde deren Freundschaft sehr, sehr interessant, weil sie ist sehr gut mit Michelle. Und jetzt mutiert sie hier auch zur besten Freundin von Gigi. Ich würde sagen, bei ihm trifft für mich persönlich harte Schale nicht zu, weil das, was er manchmal an Härte vorgibt zu sein, habe ich schon längst ja, irgendwie so für mich abgespeichert als ist es gar nicht. Das sind eher so Hilfeschreie, wenn man beispielsweise andere Männer optisch niedermacht, weil sie einen einschüchtern. Und mit Cecilia war ich ja schon immer gut. Aber dass es so eine gute Freundin wird. Ist irgendwie strange, ne? Also ich weiß, wo die Freundschaftsliebe hinfällt, aber sie ist halt so gut mit Michelle und wollen die sich dann zu dritt treffen und Freunde sein? Ich hoffe nicht, weil irgendwie, ja, hätte ich auch Angst, dass die Michelle dann wieder weich wird und sich wieder in seine Arme begibt. Auf der anderen Seite, ja, sie hat ja erst vor ein paar Tagen bei hier der Viertelstunde davor mitgeteilt, sie würde denken, er sei ein Narzisst oder hätte narzisstische Züge. Ob da jetzt die Freundschaft direkt schon möglich ist, weiß ich halt nicht. Aber Cecilia ist für mich schon so eine Art beste Freundin langsam. Er hat, glaube ich, keine beste Freundin, ne? Er ist so ein bisschen, glaube ich, auf dem Weg, so Frauen sind da, um flachgelegt zu werden. Wie steht ihr dazu? Also jetzt mal so an die Heterosexuellen. Seid ihr, habt ihr einen besten Freund, eine beste Freundin vom anderen Geschlecht? Und ist das vielleicht auch in eurer Partnerschaft vollkommen okay? Oder seid ihr dann eher so in die Richtung, es gibt keine Freunde unter Mann und Frau? Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eigentlich einen Narzissten zum Ja, Opfer zu fallen, total. der dich aussaugt, der dir deine Energie raubt, der Ja, dich ja. manipuliert, Ja, der dich seelisch misshandelt. ja. Apropos Narzissmus, wir hatten es ja gerade mit Michelle, die beiden hatten wohl beide Erfahrungen. Das ist ja so ein Trendbegriff geworden und deswegen, ich glaube, das spielt sogar den wahren Narzissten voll in die Karten, weil die dann immer sagen können, Narzissmus sagt gerade eh jeder. Ja, der wird ein bisschen leichtfertig vielleicht benutzt, aber ich finde, einige dieser ja wirklich wahren Narzissten nutzen das dann wirklich, um es so zu verharmlosen, um ihr Opfer weiterhin einlullen zu können. Der dich klein macht und klein hält. Ja, also wenn ihr das merkt, dass euch da irgendjemand immer nur sagt, was ihr nicht könnt, ja, dann solltet ihr wirklich die Augen aufmachen. Du bist nichts, du kannst nichts, du bist nichts wert. Alles, was du gemacht hast, ist immer schon richtig schlecht gewesen. Katastrophe, ne? Katastrophe. Und dann glaubt man daran, weil das sind dann ja auch die eigenen Glaubenssätze. Also weder eine Jamila noch wie heißt sie nochmal? Hier das Model, sind in dem Moment gut drauf gewesen. Ne? Sie waren labil schwach, sonst hätte dieser Narzissmus gar keine Spielfläche gehabt. Ich bin ja im Heim groß geworden, habe ich Ich ja, glaube ich. Ach, nicht? Ja. Jamila wollte halt sagen, so, ey, bei mir war richtig schlimm, aber hier im Camp war es bei vielen schlimm. Ich würde auch sagen, am Ende des Tages werden voll viele Stars und suchen so die Öffentlichkeit, bei denen es nicht so gut lief. Also muss ich mich halt auch ein bisschen selber mit einzählen. Ich dazu zählen. Also ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht, wäre wahrscheinlich nicht YouTuber geworden, wenn bei mir alles Supi gewesen wäre. Ich war 4 Jahre im Heim, von 14 bis 18. Ach krass, siehst du, ich war von 12 bis 16 war ich im Heim. Kinderheim? Ja, also Schule für schwer Erziehbare, sowas wie Kinderheim. Ist das so?
Also Schule für schwer Erziehbare und Kinderheim hört sich für mich jetzt erstmal ein bisschen unterschiedlich an. Wahrscheinlich ist beides nicht toll, aber heißt das, dass sie nach Hause gegangen ist oder hat sie da wirklich die Zeit bei Pflegeeltern verbracht oder hat sie ihre eigenen Eltern noch gesehen? Ist das so, auf die gleiche Stufe zu stellen? Kann das mal jemand in die Kommentare schreiben? Hast wahrscheinlich gar keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter, ne? Jetzt hier vor Dschungelcamp habe ich noch eine Nachricht bekommen. Mach mal ruhig jetzt dein Dschungelcamp zu Ende, aber danach mach was Richtiges. Ich glaube, der Zug ist halt schon abgefahren. Ne? Sie ist ja 33, was soll sie jetzt machen? Soll sie sich jetzt nochmal bewerben, um Drogeristin zu werden? Drogeristin, ne? Es mag jetzt verrückt klingen, aber ich genieße diese Zeit hier, weil ich nicht einsam bin. Oh Maus. Also irgendwie 2 Tage später ist sie total am Ende in Folge 10, aber hier sagt sie halt so, bitte lass mich drin, weil draußen bin ich so einsam. Habe ich mich mit meiner Schnuffelhäsin in London drüber unterhalten und sie war so, ab dem Punkt wusste ich jetzt nicht, ob das noch ernst ist oder ob das vielleicht alles mit Kalkül ist, auch bei der Jamila, weil sie meinte ja, sie hatte alle Staffeln geguckt. Was glaubt ihr? Ich finde das hier eigentlich schön. Ach süß, das ist ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht ist das ja für dich auch so ein Wake-up-Call und du gestaltest dir dein Leben jetzt so, dass du nicht mehr einsam bist. Och Mensch, ich hab's gerade dem Jan gezeigt, ich habe Gänsehaut gekriegt, weil mich das wirklich gerührt hat. Und vielleicht habe ich es auch noch nicht gesagt, ich bin ein riesengroßer Jamila-Fan. Ich merke, dass sich meine Meinung fast immer mit der von Sonja deckt. Ich bin auch ein riesen Jamila-Fan. Ja, und sowas zieht halt immer. Ne? Also ich glaube, der Zuschauer denkt sich dann wirklich so, oh, die arme süße Maus, ne? Scheiß Kindheit, keine Freunde, kein Geld für einen Kühlschrank und so. Ja, man muss halt gucken, ne, inwieweit das dann alles noch authentisch ist und ab wann man eventuell wirklich denkt, hui, das weiß die vielleicht auch, dass das so ankommt. Und dem Menderes übrigens, den ging es damals so ähnlich wie der Jamila und was hat es dem gebracht? Den Sieg. Ne? Also, deswegen sage ich ja, ne, ich unterstelle dir nichts Böses, aber ich habe so ein paar Fragezeichen. Ne? Lieb habe ich die wirklich. Aber dass man dann, ja, dass es dann wirklich so schlimm und um einen steht, ist dann natürlich auch irgendwie krass. So, kein Geld für einen Kühlschrank und wenn man jetzt hier nicht mitmacht, dann macht das ganze Leben keinen Sinn mehr. Und draußen, man hat dann ja auch Angst, sie alleine wieder ins Leben zu lassen, weil nicht, dass sie dann wieder so alleine ist und so. Was macht denn deine Lippen? Ich habe das Gefühl, dass jetzt wir ein bisschen dicker sind, ne? Was? Ja, sie sind langsam größer als dein Gesicht. Also sie werden wirklich immer dicker. Ich hab das Gefühl durch die Zahnpasta. Ach, guck mal. Ach, die Zahnpasta. Schatz, dann würde ich vielleicht einfach keine Zähne mehr putzen. Weißt du, was gestern Nacht mit dir passiert ist? Was meinst du? Dass du aufgestanden bist und hier vorne zusammengebrochen bist. Boah, ich weiß nicht. Ich hab irgendwie gedacht, ich hab sowas geträumt. Nee, irgendwie. Das war echt. Oh, ey, Leute, Schlafwandeln im Dschungelcamp. Also ich meine, so finde ich das schon schlimm. Aber da würde ich ja auch echt überlegen, ob ich nicht aufhöre, ne? Ich wüsste ja nicht, stellt euch das mal vor. Und das wird dann ja wirklich Deutschland gezeigt. Was ist denn jetzt? Was ist jetzt los? Was? Vorsicht! Pass auf, mein Kopf, pass auf. Was ist jetzt los? Geträumt, Schatz. 20 Euro. Oh, Alter. Oh mein Gott. Die ist fast ins Feuer gefallen. Krass. Das kann, glaube ich, auch böse enden, ne? Ich habe das hier, ich habe das so lange nicht mehr, ne? Und hier habe ich gefühlt jeden Tag irgendwas, ne? Ja, es geht einem auch alles auf den Geist, ne? Du streitest jeden Tag da mit deiner Freundin, mit dem Model. Dann weißt du wirst 24/7 gefilmt und dann hast du Hunger und du stinkst und keine Ahnung. Also das macht schon was mit der Psyche. Mein Mann meinte dann noch so zu mir, ja, das ist doch cool, da bist du super in der Natur und am Lagerfeuer. Ich glaube, dein Mann wollte dich einfach loswerden. Also wenn er dir das Dschungelcamp so als Relax-Möglichkeit empfohlen hat, dann kann es sein, dass du ihm ein bisschen auf den Geist gegangen bist, Süße. Der hat schon einen guten Po. Also so macht sich auf jeden Fall der Gigi beliebt in der LGQ2P-Szene. So, wenn er den Po, wie nennt er sich denn? Camper, er ist ja kein Camper. Die haben eine Vogelspinne oder irgendwie eine fette Spinne und er soll die entfernen. Und Gigi achtet auf den Po des Typen. When you have angst, I can help.
Ja, yeah, of course. Und wir glauben ihm natürlich auch, dass er so sich so in englischsprachigen Räumen fortbewegt und dass das nicht einfach so gesagt wurde, damit Deutschland jetzt lacht und sich so denkt, oh Gott, das denkt er, ist wirklich Grammatik. Die Ranger konnten sie nicht einfangen. Ciao. Ciao. Die Spinne ist immer noch unter uns und sie könnte uns töten, aber danke schön, dass ihr es versucht habt. Ciao. Den mit dem Arsch, der ist auf jeden Fall... Okay, also horny wird man da auch, ne? Sie hat auch Bock auf den Typen. Tessa, wir konnten deine Kippen nicht auffüllen, weil uns niemand deine Zigarettenbox gegeben hat. Dann haben sie die übersehen. So sieht's aus. Dann krieg ich noch später Zigaretten, weil die es nicht gerafft haben, meine Zigaretten einzusammeln. Okay, wow. Also sie ist halt wirklich ziemlich so, also wirklich sensitiv, aber auch wirklich auf alles, ne? Und sie redet aber auch ganz viel über so psychologische Themen, ne? So Selbstbeherrschung und dass man es nicht besser weiß und so weiter. Deswegen glaube ich schon, dass sie vielleicht auch ein bisschen an ihrer Impulskontrolle arbeiten könnte. Und was mich auch interessieren würde, ob sie dann auch wirklich Zigaretten bekommt, die vegan sind. Also solche, wo keine Tierversuche dran gemacht wurden. Ich will nicht dreimal hintereinander. Dreimal hintereinander. So eine Scheiße, ne? Ja, also sie weiß, glaube ich, schon, dass sie dann immer wieder reingewählt wird. Das war bei allen Teilnehmern so. Alle, die sich so aufgeregt haben, mussten immer oder durften immer und immer wieder da rein. Ich würde auch am liebsten wieder für sie anrufen, wenn ich weiß, dass sie so durchdreht. Oh, mein armer Schatz. Ja, ich bemitleiden. Also ich weiß, dass ich bemitleidenswert bin, ne? Ich bemitleide mich jeden Tag selber, aber du nicht auch noch, okay? Du bist das größte Opfer. Wenn ich Mitleid von einer wie dir bekomme, dann kann ich damit gar nicht mehr umgehen. Wenn einer so macht, oh, du Arme, da könnte ich dem direkt... Das ist jetzt so, wie es ist. Wieso, du bemitleidest dich ständig selber? Ja, ich darf das ja auch. Ach so, aber ich nicht. Nein, jemand Fremdes, wenn der sagt, tutzi tutz. Und ich glaube, das ist so diese typische Münchner Art, so richtig so, du hässliche Schlampe, merkst du selber, ne? Ja, und jetzt gehen diese beiden auf Schatzsuche und Gigi entdeckt die Kamera, denkt sich so, warte, ich gucke jetzt aber nochmal weg, weil ich möchte gleich nochmal so einen Move rüberbringen, der dann so aussieht, als wäre es ganz spontan gewesen. So, und ich weiß, dass die sich alle inszenieren müssen in dieser Show, ne? Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde, beim Gigi ist es zu gewollt. Und das ist jetzt auch so eine Situation, wo man es einfach mal so sehen kann. Also, ah, okay, Kamera, okay, warte, jetzt gucke ich nochmal weg auf ganz cool. Und dann komme ich nochmal um die Ecke. Es ist so, mach es doch ein bisschen weniger auffällig. So, und dann gibt er hier nochmal einen coolen Move, obwohl ich gar nicht weiß. Lippen lecken und dann die vier Finger zeigen, was das für ein Gruß ist. Also, weiß das einer von euch? Was das bedeutet? Ist das so Flossen oder... Ich weiß es nicht. Fokus, Fokus, Fokus. Ja, also sie hat eh keinen Bock auf diese Prüfung, die Claudia. Und dann hat sie diese beiden aufgedrehten Typen neben sich, die, glaube ich, eigentlich gar nicht so aufgedreht sind. Aber sie glauben halt einfach, dass ja, sie damit unterhalten, was sie wahrscheinlich auch tun. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ihr Nervenkostüm jetzt gerade nicht so groß ist. Ja, aber es ist ja so, wie ich gesagt habe, auch wenn es um Tessa geht und um Cecilia, man sollte seine Mitmenschen einfach so nehmen, wie sie sind. Guck mal, eine Geschichte, ne? Als ich in dieser Schlange stand, ne, in der ich ja wusste, dass ich gerade meinen Flug verpasse, weil ich irgendwie nicht mehr für mich einstehe und so, da hat hinter mir ein Typ so viel gelacht am Telefon auf irgendeiner asiatischen Sprache, als hätte er irgendwelche Pilze zu sich genommen. Also er hat wirklich ohne Stopp gelacht. Ne? Und ich habe mich so umgedreht und ich war so, kann er jetzt was dafür? Nein. Würde ich ihm am liebsten eine reinhauen? Ja. Aber nein, ich habe mich dann wieder auf mich konzentriert und habe mir so gedacht, nein, er ist jetzt gerade überhaupt nicht dein Thema. Dann hat vor mir so ein Kind geschrien und die Mutter hatte so einen Erziehungsstil, ne, dass sie gesagt hat, okay, es soll schreien, bis ihm die Mandeln abfallen. Ne, habe ich auch gedacht, okay, regt mich das jetzt auf? Ja. Würde ich dem Kind am liebsten sagen, halt's Maul? Ja. Aber habe ich es gemacht? Nein. So, ne, also einfach bei sich bleiben, weil diese Menschen um einen herum können dafür nichts. Das ist deine Wut in dir, wenn du welche hast und die machen es nicht schlimmer. Ja, und dann sind die beiden halt hier, weiß ich nicht, was die da so machen,
wer die da gecoacht hat. Es ist halt irgendwie auch sehr oft so der gleiche Move und sie denkt sich halt einfach nur so, what can I do? Ne? Was ist eigentlich, wenn ich von der Brücke springe? Bin ich versichert? Sie will einmal, ich musste so lachen, ich habe mir das auf dem Flug von London hierher reingezogen und ich habe so köstlich gelacht, weil ich mir so denke, ich fühle sie irgendwie ein bisschen. Da gibt es eine Versicherung, aber du hast davon nichts, das ist die Frage. Egal. Das ist mir jetzt erstmal egal, ob ich was davon bekomme. Ich kriege auf jeden Fall die Erlösung von diesem fetten Trigger. Think positiv. Du hast das jetzt nötig, weil du gehst ganz, ganz steil auf die Rente zu. Nimm die Gage nochmal mit. Du musst diesen Job jetzt durchziehen. Ich weiß, du möchtest die beiden am liebsten umbringen. Think positiv. Ja. Er ist halt super motiviert, ne? Wenn die Kameras laufen. Aber er hat zumindest ein T-Shirt an diesmal. Darf ich deine Brille nehmen? Dann erkläre ich alles. Thank you so much. Sie so, okay, gut, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Klar, nimmst du meine Brille. Okay, alles klar. Hier ist rückwärts, hier ist vorwärts, genau. Liebe Claudia, setz bitte deine Brille auf. Ja. Kannst du jetzt ein bisschen leiser sein, bitte? Jetzt konzentriere. Ich versuche mich zu konzentrieren. Halt jetzt einmal bitte kurz deine Fresse, weil, Quasimodo, ich muss mich jetzt einmal konzentrieren, okay? Alle haben es gesehen, deine Activity, Hyperactivity ist im Kasten, so. Jetzt einmal kurz leise, ne? Weil sonst drehe ich richtig durch. Scheiße. Also ihr seid nicht durch die Ziellinie gefahren. So, die haben es also nicht durch die Ziellinie geschafft. Claudia hat aber schon gesehen, wo die Ziellinie ist. Und wenn sie nicht durch die Ziellinie fahren, sind alle Sterne für den Arsch. Und ich finde, das hätte so beendet werden müssen. Aber nein, jetzt soll sie sich nochmal die Brille aufsetzen. Und obwohl Quasimodo die völlig andere Richtung angibt, macht sie einfach ihr eigenes Ding, weil sie ist ja nicht ganz dumm. Sie hat ja gesehen, wo die Ziellinie ist. Und damit haben sie hier auf den diese Challenge geschafft. Aber ich finde, völlig unverdient, weil der Gigi und der Quasimodo haben es nicht geschafft. Oh mein Gott, meine Kamera ist einfach ausgegangen. Das geht gar nicht. Also was ich sagen wollte ist, dass ich finde, die haben die... War das so vorhin? Oder war das so... Also ich finde, die haben das nicht geschafft. Man hätte die gar keine Sterne bekommen lassen sollen. Sorry, da bin ich ganz rigoros, weil sie hat es einfach nicht durch die Ziellinie geschafft. So, wenn ihr jetzt die Sterne verliert, sind sie alle weg. Ja. So. Mal so zur Info. Schlimmer wie ein, wirklich wie ein Haufen Hummer. Sie ist richtig sauer und richtig abgefuckt von denen. Also, aber Respekt an sie, dass sie sich dann trotzdem so im Griff hat. Ne? Sie ist halt immer wieder mal so die Mutter, die so durchkommt, die dann so sagt, oh, ey, jetzt hör auf, dich bitte zu drehen und zu wälzen im Boden, auf dem Boden meine ich, weil sonst fallen dir die Sterne noch raus und dieses Mal lassen sie uns vielleicht nicht durchkommen, wie hier mit der Ziellinie, sondern dann sind die Sterne wirklich weg. Konzentrieren bitte. Einmal raus, sorry, nochmal, gell? Mal zählen. Einmal bitte kurz konzentrieren, Quasimodo. Ich weiß, es ist nicht deine Königsdisziplin, aber bitte. Ja! Nein, nein, nicht so. Ja. Oh. Nein! Ja. Leute! Geht's mit deinem Fuß? Alles okay, Claudia? Ja. So, ihr zwei. So. Genau, jetzt greif mal durch. Ja, sehr gut. Also, unsere beiden 14-Jährigen gehen jetzt mit der Mutti nach Hause. Bitte fasst mich einfach nicht an. Aber wirklich, also ich glaube, wenn die Kameras da nicht gewesen wären, dann hätte sie den, glaube ich, beiden erstmal ein Ding verpasst. Weil, also ich frage mich halt auch, wenn ich die beiden Jungs sehe, was bei denen so schiefgelaufen ist. Ne? Also, dass sie sie einfach dann ins Gebüsch schubsen. Entschuldigung. Das gibt's ja nicht. Ganz ehrlich, also das war eine Show. Ja. Es war halt eine Show. Weil man den beiden irgendwie Kameras gibt und Aufmerksamkeit und die denken halt wirklich so, oh, wir müssen es richtig übertreiben, je oller, desto doller. Nee, manchmal ist ein bisschen weniger mehr und vor allem ist manchmal ein bisschen weniger authentischer. Cool. 12 Jahre alt, alle beide. Höchstens. Höchstens, allerhöchstens. Oh, ich würde, glaube ich, durchdrehen. Also ich würde, guck mal, das Ding ist, ich mag lustige Menschen. Ich mag Menschen, die auffallen und so weiter. Ne? Aber wenn die dann so ein bisschen reinscheißen, dann, also es muss wirklich noch authentisch bleiben. Kennt ihr das? Wenn jemand zu viel von etwas will, dann, meine Güte, also dann hört es auch auf. Es kostet extreme Nerven. Mhm. Was willst du von mir? Sag mal,
Wenn du dir das den ganzen Tag anguckst im Camp, dann hast du es irgendwann, hast die Bewegungen drauf, ne? Könnt ihr auch sehen, wie Gigi in die Kamera guckt und der ist so, ja, was soll ich als nächstes machen? Wie lange soll ich jetzt hier noch den Hampelmann spielen? Was kann ich als nächstes tun? So, und das Lustigste ist aber, dass sich später der Gigi lustig macht über Claudia, weil sie ja immer so viel redet. Ja, also der hier, keine Ahnung, fast umkippt, weil er nicht mehr weiß, was er tun soll, um irgendwie unterhaltsam zu sein, regt sich dann später über Claudia auf, dass diese so viel redet. Ist klar. Die hat einfach kein Wort gesagt. Voll geil. Geil, Mann. Voll geil. Da, also verstehe ich die Welt nicht mehr, ne? Also da verstehe ich ja wirklich die Welt nicht mehr. Und wenn er diese Sachen alle nicht sagen würde und es toll finden würde, wenn jeder immer so hyper drauf wäre und so, wäre es ja eine Sache. Aber das ist ja das, was er an den anderen kritisiert, aber denkt, dass wenn er es tut, es so spannend ist und so weiter. Ne? Also da weiß ich nicht. Ich habe Marc kennengelernt, da ist er damals mit seiner Band Natural nach München gezogen. Und wen trifft er im P1? Mich. Mich halt, ne? Also das ist auch wirklich mein Job im P1, wirklich die Nächte durchmachen in München. Ist das München? Oder ist München, ne? Oder ist das Stuttgart? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, bei ihr passt so richtig diese Schublade so ein bisschen, ne? Diese, was die da auch erzählt haben über sie, als sie nicht dabei war. So, keine Ahnung, so ein bisschen schickimicki im P1 und ja, weiß nicht, ich fühle das so ein bisschen bei ihr. Aber sie hat bestimmt auch andere ganz tolle Seiten. Das ist so wie mit deinem besten Freund. Wir haben so viel Spaß, wir verstehen uns super. Sehr gut. Und das ist, also man sagt ja immer, heirate deinen besten Freund. Heirate deinen besten Freund! Ich würde mit ihr Schluss machen, wenn ich Mark Terenzi wäre. Weil wenn jemand auch da wieder das so doll möchte, wo bleibt dann diese Romantik, diese, ich habe das alleine entschieden, dich zu fragen, ob du meine Frau werden willst. Du kackst richtig rein. Warum übertreibst du denn so die Lage? Warum brauchst du diesen Status verheiratet, damit sich deine Beziehung nach etwas Besserem anfühlt? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine schlechte Situation oder die falsche Zeit für einen Antrag gibt. Nee. Wirklich. Selbst wenn ich als Mark Terenzi mit einer Phase meines Körpers mit dem Gedanken gespielt hätte, sie zu heiraten, hätte ich das wirklich über Bord geworfen. Also das hätte ich dann in dem Moment wirklich ganz krass über Bord geworfen. Schlimm wäre jetzt hier so. Obwohl, warte mal, lass mich drüber nachdenken. Eigentlich ist das Quatsch. Moment mal kurz. Du kannst sie eigentlich überall fragen. Auch wenn sie gerade kacken ist, könnte er sie fragen und sie wird sich wahrscheinlich freuen. Umso mehr ich drüber nachdenke, da habe ich jetzt wieder zu schnell gesprochen. Ich glaube, da gibt es jetzt so gar keine falsche Zeit und den falschen Ort. Kennst du das Wort so needy? Needy, bedürftig und so? Warum möchtest du so rüberkommen? Anthony Joshua ist mein Traummann. Oh, hier zeigt. Also ich bin dafür, dass Cecilia gewinnt. Ich finde das zwar ein bisschen komisch, dass sie so doll zum Gigi hält, weil ja, vor allem auch später mit der Pizzageschichte, oh mein Gott. Aber Cecilia ist so meine Siegerin. Weil mittlerweile denke ich auch über Tessa ein bisschen anders als am Anfang. Deswegen kann ich Cecilia immer mehr und mehr fühlen. Schick dir mal meine Playboy-Ausgabe. Sag dem, die findet dich toll. Dann wird er sagen, wo warst du so lange? Ich würde sagen, ich wusste es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, über wen sie da redet, aber ja, ihre Playboy-Ausgabe habe ich mir auch nicht angeguckt. Die Ausgabe, die muss ich mir auch noch mal reinziehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall so eine schöne Setcard, ne? Kann man auch in jede Dating-App hochladen, das Playboy-Cover. Mhm. Oh mein Gott. Und? Schatzsuche. Es ist eine Schatzsuche, Schwester. Oh mein Gott. Ich habe jetzt, glaube das wird krass. Das wird krass. Könnt ihr Cecilia sehen? Cecilia ist wirklich so, das wird krass. Aber nicht, weil ich Angst habe vor der Schatzsuche, sondern weil ich nicht weiß, ob ich mit dir so viel Zeit verbringen kann. Könnte auch darin enden, dass ich sie ermorde, aber ansonsten ist wirklich, wirklich alles gut, ja. Das war direkt in mein Gesicht. Erstmal den Ast voll in die Fresse bekommen, also der Tag fängt richtig gut an. Wir sollten jetzt langsam losmachen, weil sonst tut's noch nichts. Ja, okay. Ne? Baby, gib Gummi. Fahr mich rum, Schwester. Oh mein Gott, okay, let's go. Woher hat jetzt Tessa so dieses ganze Schwester übrig für Cecilia, muss ich sagen, ist auch so ein bisschen so von einem Extrem ins nächste. Ne? So erstmal, wir sind uns irgendwie nicht so ganz grün und streiten und dann auf einmal sind wir Schwester, Schwester.
Och Mann. Scheiße. Alter. Scheiße. Die haben es leider nicht geschafft. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Die wussten nicht, was die Quersumme einer Zahl ist. Also, dass man da einfach die einzelnen Zahlen, zum Beispiel bei 950, 9, 5 und 0 addiert. Und dann wusste ich auch schon, die werden diesen Code nicht knacken, weil das baute alles aufeinander auf. Man hätte wirklich jede Frage, während sich da Tessa gedreht hat, richtig beantworten müssen, um am Ende den Code für dieses Zahlenschloss herauszubekommen. Alles gut, Baby. Baby, komm, ja, alles gut, Schwester, wirklich. Ich bin richtig abgefuckt, weil ich bin so ein Mensch, ich liebe so Erfolg und so. Und weiß ich nicht, bei Tessa ist es halt sofort so, ja, Schwester, Schwester, Schwester. Ich hasse sowieso dieses Wort Schwester, weil keine Ahnung, woher sie diese immer Schwester und Baby mich immer ständig nennt. Erstmal habe ich so gedacht, okay, heul nicht, ne? Weil du könntest natürlich auch entspannter darauf reagieren. Aber irgendwo kann ich Cecilia doch schon verstehen, dass es sie stört, dass sie sie die ganze Zeit Schwester nennt. Also ich, wenn du mich jetzt den ganzen Tag Bruder nennen würdest, würde ich auch denken, Digga, ich bin nicht dein Bruder. Und wir kennen uns seit 2 Tagen. Und wir haben uns schon 3-mal gestritten. Lass es einfach. Ja? Cecilia hat bislang aber nichts gesagt. So, und das rechne ich ihr hoch an. Ja, ich reiße mich gerade noch sehr zusammen, weil ich gerade mich so noch selber sammeln muss. Aber wenn die jetzt den ganzen Tag noch so ankommen, dann kriegt die ein paar Tage, werde ich ihr was sagen, weil es nervt einfach. Finde ich völlig legitim. So, kann sie machen. Vor allem hat sie bislang auch noch nichts gesagt, aber wenn es wirklich so weitergeht, dann wird sie was sagen. Da sind Worte gefallen, die haben sogar bei RTL nichts verloren. Nein, und deswegen, liebe Eltern, halten Sie jetzt allen Kindern unter 18 mal die Ohren zu. Wir wiederholen das jetzt nämlich. Worte wie Schwester. Oder Baby. Und das ist die Schublade. Komm. Ja, man kann es natürlich so sehen. Habe ich auch erstmal gedacht. Also ich muss sagen, bei diesem Thema bin ich so ein bisschen hin und her gegangen. Und ich bin aber froh, dass ich die 10. Folge auch schon geguckt habe und deswegen so ein bisschen weiß, in welche Richtung es sich entwickeln wird, vor allem auch, wie Tessa drauf sein wird. Deswegen, es sind zwar harmlose und eigentlich schöne Worte, aber wenn es jemand zu dir sagt und du findest es null authentisch, da sind wir wieder dabei, kann es schon sein, dass du die einfach nicht hören möchtest. Und ich meine, Tessa hat ja, Cecilia hat ja Tessa nicht beleidigt, sondern irgendwann ist die auf sie zugegangen und hat gesagt, ich möchte nicht, dass du mich so nennst, was absolut legitim ist. Ich darf doch bestimmen, wie ich genannt werden möchte. Und wie Tessa dann darauf reagiert hat, das werden wir noch sehen. Quersumme. Wenn du mir sagst Quersumme, dann denke ich an irgendwas Schräges. Quer, wenn man so schräg geht. Quersumme, nicht die einzelnen Zahlen addiert. Ja, aber wenn du sagst addieren, wenn du das Wort addieren benutzt, ist ja schon die nächste Hürde geschaffen. Weißt du, Jolina? Ja, das ist so ein Thema. Ne? Also Cecilia hat sich jetzt wirklich mehr geärgert als Tessa über die Situation, dass die da keine Sterne oder die Box nicht aufbekommen haben. Das ist nochmal Cecilias Thema, aber da hat Cecilia sich ja einfach selber geschadet. Ne? Das ist völlig legitim. Das tut mir zwar leid für Cecilia, dass sie so ihre Laune daran misst, ob sie so eine blöde Dose da aufbekommen hat oder nicht. Aber ja, ist halt einfach so. Tessa, ich wollte ganz kurz quatschen. Hey, Babes. Manchmal habe ich so das Gefühl, so, du sprichst da mit mir so, als ob ich ein Baby bin. Weißt du, dann machst du so eine Babysprache. Lass es bitte, okay? Ist es so eine Babysprache? Also, vielleicht wäre hier nochmal schöner gewesen, einfach so zu sagen, aber gut, es ist einfach, wie Cecilia das Ganze wahrgenommen hat, ne? Sie hätte natürlich drauf scheißen können, konnte sie aber nicht nach dem ganzen Tag und jetzt geht sie einfach auf Tessa zu und ich finde, das ist ihr Recht. Ich habe das jetzt gar nicht als Babysprache wahrgenommen, ich persönlich. Ich habe einfach nur die Worte Baby und Schatz und so als unangemessen früh so wahrgenommen und so ein bisschen unauthentisch, weil wir haben uns bis jetzt halt gestritten, weißt du? Ich weiß jetzt, wie mein Hund sich fühlt, weil ich rede so mit meinem Hund. Also, bist du alles gut? Das finde ich ganz schlimm. Wirst du jetzt nie wieder so mit ihrem Hund reden? Weil ich an liebe Worte denke. Ja, ich finde es ja auch schön, dass du denn die... Gut, dass du mir das sagst. Nee, appreciated. Und dann sage ich dir das so nächstes Mal anders, finde ich. Nein, das hatte nichts damit, weil die ganze Zeit so Baby, Schwester, Schwester. Ich kenne so eine Sprechweise bei meinen Freunden zum Beispiel auch nicht. Da hätte jetzt zum Beispiel Cecilia auch sagen können, ja, okay, gut. Ne?
beim nächsten Mal machen wir es dann anders. Aber Cecilia haut ja weiter raus. Ne? Also Cecilia ist schon getriggert, weil Tessa hat jetzt einfach eigentlich gesagt, du, ich habe noch an schöne Sachen gedacht und dann werde ich es beim nächsten Mal anders handhaben. Da hätte Cecilia jetzt auch echt einfach sagen können, okay, cool, danke schön und gehen können. Wenn dich eine Person, die dich 2 Minuten kennt, schon Schwester nimmt oder Baby oder Maus, also so, ne, dann hinterfrage ich das immer. Weil ich mich immer frage, warum? Du kennst mich niemals. Das verstehe ich. Verstehe ich vollkommen. Aber was ich dann auch sagen muss, ist, das ist so ein bisschen unser Kulturding in Deutschland. Ne? Ich hatte ja meinen Freund als Ersten, der zu jedem Guapa und Guapo sagt, was Hübsche, Hübscher bedeutet, wo ich so dachte, okay. So, und dann hat er irgendwann seinen Kumpel Darling in front of me genannt. Und ich war so, ich dachte, ich bin dein Darling. Und das sagen wir zueinander, weil wir zusammen sind. Nein. Und dann in London wurden wir bedient in dieser geilen Bar. Und die nennen sich da einfach alle Darling und Sweetheart und Lovely und so. Und ich muss sagen, ja, es ist für deutsche Verhältnisse unüblich, aber ich lieb's. Ich muss sagen, ich lieb's. Ich habe mich da wirklich richtig wohl gefühlt. Und ich finde dieses Liebe miteinander teilen so, so toll. Und was ich zum Beispiel auf dieser Reise auch mir so hinter die Ohren geschrieben habe, ist, dass wenn ich Leute irgendwie, wenn ich denen mit Nettigkeit begegne, und sie einfach anspreche, ohne so viel nachzudenken. Und sie können das gerade nicht erwidern, weil es für sie vielleicht too much ist oder irgendwie weird rüberkommt, weil sie das nicht kennen, dann mache ich mir daraus nichts. Ne? Weil das hat nichts mit mir zu tun. Sondern die sind einfach ein bisschen überfordert mit dieser Liebe. Und das ist absolut okay. Okay, ja, dann sag mir, das soll ich nicht mehr machen. Genau, dann deswegen komme ich mit dir allgemein so nicht mehr oder meide dich einfach, wenn das nicht passt. Das hat gar nichts mit Meiden zu tun. Ja. Ja, und dann wurde jetzt Tessa natürlich, die auch weit davon weg ist, bei sich zu sein. Aber gut, sie ist jetzt ja auch unterhungert und keine Ahnung. Aber dann so trotzig darauf zu reagieren, ist dann halt doof. Ne? Also von beiden Seiten. Ich finde, beide haben sich jetzt nicht astrein verhalten. So, weil dann meide ich dich halt. Ja, okay, come on, das ist jetzt auch ein bisschen zu viel. Ich glaube, es ist keine gute Idee, dass wir weitersprechen. Ja, ich höre, genau, dass du schon sehr aggressiv mit mir. Sag mal, was redest du? Ja, okay. Das ist so, was soll das? Soll das so sein, dieses Klischee, die schwarze, aggressive Frau? Nein, sie war überhaupt nicht aggressiv. Vielleicht war sie ein bisschen zickig, so gereizt vom Tag, aber so aggressiv, come on. Tessa, ich wünsche dir wirklich manchmal so dieses diesen Frieden, so in der, so diesen nicht diesen Two-Face. Das ist ganz krass bei dir, ne? Warte mal ganz kurz. Frieden? Und Tessa ist schon so am Ärmel hochkrampeln. Was willst du? Two-Face ist natürlich auch, ist eine Anschuldigung. Ist jetzt eine Anschuldigung, die ist auch nicht ohne. Also Tessa ist, also hier, Cecilia ist auch schon mega gereizt und versucht natürlich auch ein bisschen Dampf abzulassen und das provoziert Tessa. Also wenn du dich vor mich stellst und zu mir sagst, Sunny, du bist Two-Face, so noch nicht mal so, ich nehme es so wahr, als hättest du das Gesicht und das Gesicht, sondern Sunny, du bist Two-Face, da würde ich auch mich... Ne, wäre natürlich die Verlockung da, dass ich mich dann angegriffen fühle. Nur weil du mich nicht verstehst, brauchst du mich hier jetzt nicht anfangen zu kritisieren oder anzuprangern. Wenn du nicht willst, ja, dass ich dich Baby nenne oder Schwester oder so, dann lass ich das einfach. Genau, ja. Ist okay. Okay. Da hätte die Unterhaltung eigentlich auch aufhören können. Aber du brauchst mich für meine liebevolle Art nicht anflaumen, okay? Kann ich halt auch verstehen, weil ich glaube auch als Model bist du ganz viel in solchen Kreisen unterwegs, ne? Amerika, England, whatever, wo man einfach Baby, Darling, bla bla bla, Beauty und so zueinander sagt. Ja, aber es passte halt jetzt nicht für Cecilia. Und leider hat Cecilia aber auch nicht nur gesagt, bitte nenn mich nicht mehr so. Und dann, als Tessa gesagt hat, okay, hat sie gesagt, okay, sondern es ging ja immer weiter so. Und Tessa ist halt leider auch reizbar. Kritik ist gar nichts Bösartiges. Das ist keine Kritik, immer nur sehr angegriffen. Wer bist du? Mich zu kritisieren. Und dann kommt wieder das. Weil, ne, wie wir jetzt auch erfahren haben, kritisiert die Mutter von Tessa die Tessa und spricht der immer noch ab, sie würde die Entscheidung für ihr Leben klug treffen. Ne, weil sie meinte, ja, mach jetzt noch Dschungelcamp und dann mach was Ordentliches. Und deswegen wird da wieder dieser Trigger gedrückt. Ne? Sie will mir was sagen, wer ist sie überhaupt? Und würde ich das mit dir tun? Tessa, ich habe mit dir etwas Liebes gerne gesagt. Kritisieren. Ich, geh man bitte weg von meinem Bett, Cecilia. Nimm bitte Abstand. Tessa, okay? Ich habe dir doch nur was Nettes gesagt. Ja, jetzt so.
Also Cecilia, so ganz nett war das jetzt auch nicht, aber dass sie dich jetzt, dass sie sich jetzt bedroht von dir fühlt, die Tessa ist jetzt auch wieder irgendwo herbeigezogen, also... Genau, so macht man das mit kleinen Kindern. So redest du auch ständig mit mir, wie ein kleines Kind. Wie ein kleines Kind. Du bist hier das kleine Kind. Du redest zu einer 33 Jahre alten Frau, die zwei kleine Kinder hat. Ja, genau. Hat, ja? Okay, alles gut. Ich hab ganz normal recht. Du denkst immer, du weißt, warum schreist du denn jetzt? Schreist du gerade mit mir? Du kannst dich jeden rumkommandieren. Genau. Nicht mir sagen, wann ich leise zu sein habe. Es reicht, Cecilia. Ich kann, also da kann ich wirklich jetzt nicht sagen, ich verstehe die eine richtig doll und die andere nicht. Also es tut mir wirklich leid. Dass Tessa jetzt schreit, okay, aber dass Cecilia da immer wieder hinterhergeworfen hat und sie dann provoziert hat, ist auch Fakt. Warum bist du so aggressiv? Eigentlich müsste ich doch so die Aggressive sein. Ja, merkst du doch selber, was du gerade hier machst. Du kommst hierher und machst mich irgendwie dumm an und hörst auch einfach nicht auf. Genau. Du hast ein ganz falsches Bild. Unnötig, Cecilia, unnötig. Aber du bist einfach two-faced. Okay. Ne, sie hat es schon wieder ihr ins Gesicht geworfen. Ne, du bist einfach two-faced. Gut, ich finde das halt auch ein bisschen im Zusammenhang mit bipolarer Störung, finde ich das, weil bi, ne, ist ja bipolar, ne, finde ich dann dieses Two-Face auch nochmal ziemlich schwierig, weil ich glaube, bipolare Personen erkennen sich manchmal selber nicht wieder, weil sie dann vielleicht in einer depressiven Phase sind, nachdem sie 2 Wochen lang in einer manischen Phase waren. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht so das Feinfühligste, was man ihr an den Kopf werfen konnte in dem Moment. Ne? Aber gut. Und du fühlst dich bei allen Sachen angegriffen. Deswegen greifst du auch immer alles an. Geh bitte einfach weg, lass mich in Ruhe. Cecilia, es reicht jetzt. Geh weg und lass mich in Ruhe. Oh, wow, wow, alles gut. Ja, klar, sie rastet jetzt aus, aber es hat sich ja angebahnt. Sie hat ja schon gesagt, lass mich in Ruhe, geh bitte. Sie ist gerade einfach nicht in dieser Verfassung, um das mit dir jetzt auszuschlachten. Und du stehst dann einfach weiter da, Cecilia, und wirfst ihr immer weiter Sachen an den Kopf, bis die Frau dann ausgerastet ist. So, ja, sie ist ausgerastet, war nicht nötig, hätte man besser handeln können. Aber es ist jetzt nicht so, als hättest du dazu nichts beigetragen. Und wahrscheinlich auch nicht alles unbewusst, sondern du wusstest schon so ein bisschen, ne? Du willst jetzt vielleicht auch, dass sie völlig auf die Palme geht. Du gehst einfach von meinem Bett weg, sonst muss ich weggehen. Das reicht ja wohl. Ja, alles gut, hört Tessa. Mal auf. Was ist denn hier los? Was ist denn los? Wirklich, ich sag euch, die... Nein, ich sag gar nichts mehr dazu. Was wollt ihr sagen? Sie ist krank? Ja, dazu steht sie ja auch. Mit ihrem ganzen Geschnatter und Gezeter. Ist ja unglaublich. Also da habe ich echt einmal mal versucht, sie als Schwester anzuerkennen und nett zu ihr zu sein und nicht mit ihr zu streiten und dann das. Sie fühlt sich natürlich dadurch vielleicht auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. So, sie hat versucht, sich echt so auch bei dieser Challenge korrekt zu verhalten und nett zu ihr zu sein und sich irgendwie nicht triggern zu lassen und sich nicht im Ton zu vergreifen und bla, und wollte ihr dann auf ihre Art und Weise mit Liebe begegnen. Und dann fühlt sie sich jetzt abgelehnt. Wie ein kleines Kind, das irgendwie nicht seine Süßigkeiten bekommen hat, ey. Atmen, 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 alles ist gut. Bei diesem Thema wie ein kleines Kind, ich sehe auch ganz viele Züge davon bei dir, Tessa, ne? Also, wie gesagt, ihr seid da beide ganz toll dran beteiligt. Ich habe mich gewehrt, klar. Klar, halt auch die Art und Weise, wie ich mich gewehrt habe, klar. Ist total gerechtfertigt und einfach nur logisch, ne? Auch wenn sie es dann durch ihr lautes Gezeter immer wieder so hinstellen will, als wäre ich die Schuldige oder die Böse, die irgendetwas getan hat. Habe ich aber gar nicht. Also ich habe gar nichts getan. Es ist alles genauso gerechtfertigt und ich würde es genauso wieder tun. Also sie kam aggressiv an mein Bett. Ich habe mich bedroht gefühlt, ne? Wer hat wen jetzt bedroht? Ja, das ist Quatsch. Also da muss ich auch sagen, dich hat keiner bedroht. Und du hattest bestimmt auch nicht Angst, dass sie dir irgendwas tut. Sorry. Ich rede gerade nicht mit dir, okay? Tessa, du hast ein ganz... Ich möchte einfach bitte, dass du Abstand zu meinem Bett hältst. Nein, ich kann da keiner zu meinem Bett. Ich muss da Wasser holen. Okay, Schwester? Da ist mein Bett. Da kann man halt sehen, ne? Sie fühlt sich halt massiv abgelehnt, dass hier Cecilia einfach ihre Love Language nicht akzeptiert. Ja, genau, Schwester, ja? Ich mag das nicht. Das ist nicht meine Redensweise. Ja, okay, ist okay. Aber wie gesagt, du hättest vorher stoppen müssen, Cecilia. Es hätte doch einfach heißen können, ich mag diese 2 Worte nicht und Tessa hat das ja auch akzeptiert und fertig. Das ist aber meine Ausdrucksweise und es ist in keinem Fall bös gemeint. Da brauchst du auch nicht aggressiv werden oder so. Das sagst du mir ganz normal, ohne dich von meinem Bett aufzubauen. Ich rede voll leise, was ist los, Mann? Ja. Ich weiß, wenn ich aggressiv werde, rede ich ganz anders. Mhm.
aggressiv ist jetzt hier in diesem Fall wirklich nicht. Das Krasse ist, das macht mich gerade nicht mal aggressiv. Mich schockiert das irgendwie, weil ich sowas einfach noch nicht erlebt habe. Deswegen. Ja. Ich sehe mich quasi über dich. Und das ist eher so die Art und Weise, wie ich mit Cocky umgegangen bin. Ja, ist so. Schwester, was für Schwester, Mann? Gib gleich was zu essen, dann kannst du auch mal wieder durchatmen. Sagt sie, ne? Sagt sie gerade. Oh, sie haut manchmal aber auch so Sachen raus, wo man so denkt, gibst du diesen Tipp gerade dir selber? Ich meine, ab jetzt, ne? Ich sag dir, sie soll nicht mit mir reden, nichts, nicht mit meinem Namen benutzen, gar nichts. Ab jetzt Schluss. Ich mein's ehrlich, Gigi. Ich glaube halt wirklich, dass das die beste Entscheidung ist. Weil anders wird das ja nichts mehr. Ich dachte, wir haben noch ein schönes letztes Abendessen alle zusammen. Ja, nee, eher nicht so. Es ist, Jamila lebt auch in so einer Traumwelt, ne? Das wird, glaube ich, nicht passieren. Wenn ich jetzt so zurückgucke, habe ich hier wirklich sehr coole Leute kennengelernt. Sagt sie jetzt so kurz nach diesem bestialischen Streit, ne? Also du vor allem, liebe Tessa und alle anderen, die mir tagelang den Kopf gefickt haben. Wo ja eigentlich abgesehen jetzt von dem Ding vorhin. Ne, also wirklich von der klitzekleinen Auseinandersetzung, dieser Zickerei, also wo abgesehen davon wirklich alles richtig harmonisch war. Immer Harmonie war. Ne? Ja, für dich. Ich dachte auch bis heute, bis vorhin, das ist ja total schön hier ist und total harmonisch. Und schon flippt die nächste wieder aus. Ja, also da muss ich schon sagen, habe ich echt das Gefühl, sie ist so ein bisschen auch desillusioniert. So, weil sie hat sich ab dem ersten Tag quasi gestritten. Also das war nicht harmonisch. Und zweitens ist sie ja wohl ausgeflippt. Also ja, sie wurde provoziert. Aber sie, du bist ja ausgeflippt. Du warst ja diejenige, die ausgeflippt ist. Ich denke mir so, ich war so froh, weil ich halte mich auch am liebsten raus. Ich möchte nicht streiten. Ich möchte nicht Konflikte. Ich hasse es, wie die Pest. Vielleicht hasst du sie zu sehr. Das, was wir am wenigsten wollen, wovor wir am meisten Angst haben und Hass verspüren, das ziehen wir an. Weil dadurch, dass du es hast, gibst du dem Ganzen ja eine Bedeutung und ein Gewicht. Einerseits sagt sie eine Stimme, okay, irgendwas stimmt bei ihr nicht. Ja, was mir irgendwie auch Sorge macht. Aber andererseits sage ich mir auch, das gibt ihr kein Recht, so auszurasten. Kann ich nicht. Mit solchen Menschen kann ich nicht reden. Dann mach einfach einen Bogen um sie. Mach einfach einen Bogen um sie. Also, ja, du weißt ja auch, dass sie so eine kurze Zündschnur hat, ne? Wenn du da jetzt wirklich so ihre Krankheit oder so oder die Sorge um sie hast, dann würdest du auch ein bisschen weniger so Handgranaten in ihre Richtung werfen, ne? Ich weiß nicht, ob Cecilia sie nicht irgendwann aufessen wird. Weil alle kennen Cecilia natürlich so, wie wir sie kennen, von hier prominent getrennt. Und stell dich mal bitte vor, beide würden richtig ausrasten. Ich glaube wirklich, dass Cecilia ihr was antun könnte. Der Tag heute war so voll emotional. Ich wusste, auf was ich mich einlasse und merke ja selber, dass ich es unterschätzt habe. Ich will immer funktionieren, aber ein Körper kann nicht immer funktionieren. Geht einfach nicht. Das belastet mich voll. Aber voll gut, dass du das erkennst. Und ich glaube halt auch, dass einfach der Körper von Tessa bei allen klugen Sachen, die sie auch sagt, dass sie da einfach an ihre Grenzen gerät. Und jeder von uns. Ne? Dann kommt der Hunger, dann kommt das, dann kommt das. Und dann, sich auf solche Schlachtereien einzulassen, finde ich halt, ist es doch nicht wert. Also mein letzter Moment, wo ich richtig ausgerastet bin, war ungefähr vor 2 Monaten in einem Coffeeshop. Da ist eine Frau hinter mir, meinem Hund, auf die Pfote 2-mal getreten. Und zwar mit Absicht, weil sie fand, dieser Hund hat da nichts zu suchen. Und der ist dort aber erlaubt. Ne? So, und dann bin ich richtig ausgerastet. Also wirklich richtig ausgerastet. So, dass wirklich Leute, die neben uns saßen, die viel Geld bezahlt haben für ihren Kaffee, gesagt haben, Entschuldigung, können Sie bitte aufhören zu schreien, weil ich möchte hier meinen Drink genießen. Und ich muss sagen, retrospektiv betrachtet, natürlich ist es angebracht, dass ich mich für meinen Hund einsetze. Und natürlich ist diese Frau völlig zu weit gegangen, indem sie meinen Hund damit gestraft hat, dass ich ihn damit reingenommen habe. Aber sich dann aufs gleiche Niveau, auf die gleiche Stufe herabzulassen, ist nicht zielführend. Hilft einfach nicht weiter. Bringt dich auch nicht weiter, weil danach war ich erstmal auf 180. Da müsste man die Person einfach angucken und sagen, so, ich distanziere mich davon, du hast mal Mitgefühl
oder whatever, aber sich dann nicht auf die gleiche Ebene herablassen. In meinem ganzen Leben, so wahr ich hier sitze, wenn mich jemand so angeschrien hat wie die, hätte ich nie, weißt du, aber weißt du, was das Ding war? Ich habe keine Aggression in mir gefühlt, also keine Wut, nichts. Ich habe einfach nur so was gefühlt von, hä? So war das, weißt du, so, hä? Es gab Momente, wo ich dann sage, krass, so hast du noch nie reagiert. Sie so, und wo ist meine aggressive Art, die immer total ausrastet und so, wo ist das? Ich glaube, ich muss das Dschungelcamp abbrechen, weil ich bin nicht mehr so aggressiv. Ich lasse mich nicht mehr so triggern. Das ist so, als würde mir ein Arm fehlen. Also hier hatte ich das oft, dass ich meine Emotionen im Griff hatte. Und das hat mir Angst gemacht, obwohl es ja eigentlich was Gutes ist. Ja, aber es macht mir wirklich Angst. Ich will es nicht verlieren. Es ist Teil von mir, seitdem ich auf der Welt bin. Ich will weiterhin so aggressiv durch die Gegend watscheln. Bitte, Leute, lasst mich hier raus. Ich will nicht erwachsen mit Situationen umgehen. Ich sagte Gigi, ne? Das Ding ist, das macht uns hier krank, ne? Das macht mir Angst. Ja, du bist hier echt komisch. Ich glaube, das tut den beiden richtig gut. Ich bin jetzt mal wirklich ganz ehrlich. Ich glaube, es tut euch beiden richtig gut. Und du hättest sogar noch besser mit der Situation umgehen können. Deswegen bleib weiter drin und arbeite an dir. Jana oder Verena, eine von euch wird heute das Camp verlassen. Das fand ich ein bisschen assi, weil die dachten, es würde verkündet werden, wer zur Dschungelprüfung muss. Und es war gar nicht so klar, dass es dann hier gleich drum geht, wer geht. Also es hat die Folge halt erwischt und das fand ich ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein. Das Camp tatsächlich verlassen muss Verena. Was? Ja. Ja. Was? Oh mein Gott. Sag tschüss. Tschüss. Ich muss sagen, ich kann es voll verstehen. Also sie hat wirklich nicht für Sympathien gesorgt. Also das ist irgendwie nicht so ihr Steckenpferd, um ehrlich zu sein. Sei es ihre Lache, sei es ihre Sucht nach diesem Antrag, es war alles zusammen irgendwie nicht so sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ehe wir uns versehen, sind wir in Folge 9 und zwar am nächsten Morgen treffen sich Tessa und Cecilia beim Zähneputzen. Guten Morgen, Cecilia. Ja, und deswegen sage ich, beide nehmen sich nichts. Also Streit hin oder her, sag einfach guten Morgen, was soll die Scheiße. Also, ne, Cecilia, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich weiß, du bist angepisst, aber das war nicht nötig. Sie könnte auch derbe so eine gute, also wirklich, sie wäre eine fantastische Besetzung für so eine, also wirklich so eine, in einem Horrorfilm, so eine Psychobraut. Ne, die eventuell ihren Mann ermordet. Und ich glaube, auch das war nicht das Taktvollste, im Zusammenhang mit einer psychisch Erkrankten zu sagen, sie könnte eine Psychobraut spielen. Ich weiß. Nein, aber sie könnte wirklich in so einem Psychothriller richtig gut eine Rolle finden. So richtig so, sie guckt mich nicht an. Ich ermorde sie gleich. Silja? So Bock, nachher eine Runde zu reden. Ich fand es total schade, was da gestern passiert ist. Guck mal, das finde ich klasse. Wenn sie das jetzt auch in freier Wildbahn so tun würde, fände ich das klasse. Weil ich habe zum Beispiel gelernt in meiner Kindheit, dass wenn es einen Streit gibt, ne, wenn es zum Beispiel einen zwischen meinen Eltern gab, dass dann immer die ganze Beziehung in Frage steht. Ne? Und man nicht weiß, ob man weiter zusammen sein kann. Und so bin ich zum Beispiel auch in meine aktuelle Liebesbeziehung reingegangen. Ich dachte mir so, okay, wir müssen bei jeder Trennung, bei jedem Streit davon ausgehen, wir würden uns trennen. Aber ich finde, dem ist nicht so. Und daher, es kann auch mal richtig knallen, aber man kann dann auch drüber reden. Das ist das Ding ist, ja. Ich bin da hingegangen mit Frieden. Ja. Und du bist komplett ausgerastet, hast mir vorgeworfen, ich bin aggressiv. Wo ja, ich du mit warst dir. Aggressiv. Nein, war ich nicht. Und das ist das große Problem. Ja. Das, was gestern passiert ist, dafür entschuldige ich mich 0,0%, weil du komplett durchgedreht bist. Ja, finde ich halt nicht okay, weil es gehören zu allem immer zwei. Zu jedem Streit, zu jeder Trennung, zu allem gehören immer zwei. Und dann so zu sagen, ich entschuldige mich jetzt für gar nichts. Also da waren auch schon ein paar Situationen, die du hättest optimaler machen können oder leben können.
Die, die aggressiv geworden ist, die auf mich losgegangen ist. Warst du? Ich bin nicht auf dich losgegangen. Ich habe dich gebeten, wegzugehen. Du bist aber auf mich nicht weggegangen. Wenn du empfindest, dass ich... Guten Morgen. Na, aber ich habe dich doch gebeten, wegzugehen. Warum gehst du nicht weg? Ich habe mich von dir bedroht gefühlt. Das kaufe ich ihr halt immer noch nicht ab. Aber ne, ich habe diese Situation ja schon beleuchtet, ne, warum ich denke, dass beide dazu beigetragen haben. Weil du hast dich vor mir aufgebaut. Ja, genau. Ich habe mich aufgebaut so, ne? Und habe gesagt, aber so standst du da. Nein, Tessa, du bist auf mich losgegangen. Auch das ist nicht wahr. Also ich meine, sie ist ja nicht auf dich losgegangen, weil wo ist dein blaues Auge? Hast du dir eine reingehauen? Nein. Ihr redet über die falschen Themen. Du hast eine komplett falsche Wahrnehmung. Jeder hat eine andere Wahrnehmung. Nein, es gibt keine falsche Wahrnehmung. Du hast eine komplett falsche Wahrnehmung. Ich merke, wie aggressiv du bist. Genau. Kann auch sein, dass es deine Energien noch waren von Tessa, die einzige aggressive gestern warst du. Genau. Da muss ich sagen, echt, jeder hat recht. Ne? Das erleichtert einem auch so das Leben. Jeder hat recht. Also ich kann nicht zu dir sagen, du hast eine falsche Wahrnehmung. Das geht nicht. Weil es ist nun mal meine Wahrnehmung. Tessa sagt auch viele schlaue Sachen. Nur weil ich emotional bin. Lernen ein bisschen. Ich muss gar nichts lernen. Du brauchst mir auch nicht sagen, was ich lernen muss. Warum schreist du jetzt wieder los? Nee, weil du mir sagst, was ich lernen muss. Aggressiv. Aggressiv. Merkst du? Naja, sie hat dann wieder den Trigger von Tessas Mama oder vielleicht auch und von Tessas Papa getroffen. Vielleicht waren die ja beide so, dass sie sich so autoritär verhalten haben. Damit kann Tessa ja gar nicht. Also ich sehe es bei Cecilia sehr stark, dass es halt eben das ist, dass sie sehr viel projiziert und all das, was sie sich selber gerne sagen möchte, mir sagt. Genau, und das zählt dann auch für sie. Ne? Also ich meine, ja, das können wir bei dir auch sehr, sehr oft beobachten. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich zu dir sagen soll, hey Cecilia, ich hab dich trotzdem lieb so. Aber ich glaube, das muss jetzt einfach auch nicht sein. Ich glaube, das würde sie am liebsten nämlich auch hören. Einfach so das Gefühl bekommen, du wirst geliebt, du bist in Ordnung, so wie du bist. Ich hoffe, ich darf euch ihr Süßen nennen. Nein, nein. Nicht, dass ihr euch auch noch beschwert. Und ich habe jetzt heute Morgen auch noch gehört, ich lebe in einer falschen Realität. Ja. Alles, was du machst, ist falsch, Süße. Es geht einfach genauso weiter, wie du das in der Kindheit gehört und gelernt hast. Alles, was du tust, ist falsch. Du weißt selber, Essen, ja, natürlich. Wenig Schlaf. Natürlich. Jetzt kommen die Nominierungen noch dazu, wo man nicht weiß, wer ist der Nächste. Aber ich finde, die letzten Tage, die wir jetzt hier wirklich noch zusammen sind, sollten wir in Harmonie verbringen. Sie ist die süßeste Maus überhaupt. Ne? Sie ist wirklich, sie versucht jetzt die beiden dazu zu bringen, dass sie sich beieinander entschuldigen und so. Aber Cecilia hat da keinen Bock drauf. Manchmal muss man es einfach so ein bisschen runterkochen lassen, runterkommen. Aber beste Freunde werden die beiden definitiv nicht mehr. Wie kommt sie denn zu der Annahme? Vielleicht gehen die ja bald durch dick und dünn gemeinsam, man weiß es noch gar nicht. Für meine Sicht war Verena hier eine der top absoluten Favoriten, neben Lukas und Claudia. Und sie jetzt heute als erstes gehen zu sehen, finde ich erstaunlich. Ich glaube, sie lebt noch in dieser TV-Welt, so von damals, als sie noch als Kind Fernsehen geguckt hat. Weil in welcher Welt sind denn bitte Claudia, hier Cordalis und Verena Favoriten? Sorry. Also da sind vielmehr diejenigen Favoriten, die heute auf Instagram irgendwie präsent sind. Ich habe gesehen, diese Miss Feist, die Freundin von Gigi, macht Werbung für ihn, ruft für ihn an. Die hat 130.000, 40.000 Follower. Das ist viel schwerwiegender als das, was damals mal war, würde ich sagen. Oder? Wie seht ihr das? Oder sind die Leute, die ein bisschen älter sind und zu Hause sind, mit Teletext und so weiter, sind die kräftiger? Also ich bin stolz auf dich. Das ist nämlich das Wiedertreffen von Mark Terenzi und seiner Freundin. Und er ist stolz, dass sie als Erste rausgewählt wurde. Ich bin als Erste raus, Es ist egal. Es ist wirklich egal, dass du als Erste raus bist. Du hast so gut gemacht. Ja, wirklich. Du hast es richtig gut gemacht, dich beim Zuschauer unbeliebt zu machen. Es ist wirklich egal. Und jetzt hör mir zu. Dankeschön. Das ist crazy hier, das kleine Ding. Also halt mal, komm mal bitte her. Ne? Ich habe was vorbereitet. Irgendwie hab ich mich dazu überreden lassen. Halt mal, komm her. Aufgebaut an der Strand. Oh nein. Ja. Erstens, ja, ich weiß, du hast zwar 30.000 Mal gesagt, du willst einfach nur eine Pizza Margherita, aber ich habe dir jetzt einfach was anderes aufgetischt, ne? Kann ja nicht alles nach deiner Nase gehen. Watching you on TV and not being able to talk to you was crazy, because I love you so much. Ich dich auch.
I love her, I really, really love you so much. So missing you for 1 week was, I can't. And I'm nervous right now, as you can see. Ich bin super nervös, ne? Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, was es ist, weil du hast es dir 30.000 Mal gewünscht. Fertig machen. Because I want to ask you if we don't have to miss each other again. Okay, den Punkt verstehe ich nicht, weil heißt es jetzt, dass wenn ihr heiratet, weil sie es so krampfhaft wollte, dass ihr euch dann nie wieder vermissen werdet? Darf sie dann in Zukunft nicht mitmachen bei solchen Shows? Oder wie darf ich jetzt diese Aussage verstehen? Oder vermisst man sich automatisch bei Abwesenheit nicht, nur weil man verheiratet ist? Das ist Spaß jetzt. No, I want to ask you if you want to marry me. Genau. Ganz aus freien Stücken habe ich mich jetzt dazu entschlossen, so spontan dich zu fragen, ob du meine Frau werden möchtest. Ich kann es nicht glauben. Ja, ich will. Ach, ich kann es gar nicht glauben. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, so ganz von alleine? Manchmal muss man verlieren, um zu gewinnen. Ja, ja, oder? Manchmal muss man auch einfach nur 100.000 Mal sagen, was man möchte, und dann kriegt man es vielleicht. Genau. Total. Wir sind verloren, Alter! Das ist alles, was sie wollte. Und jetzt fühlt sie sich wahrscheinlich auch ganz anders und vielleicht auch dann sicher bei ihm. Ich weiß nicht, also ich finde, es war auch hier wieder zu verkrampft. Die entspann dich. Er fragt dich schon, wenn er Bock hat. Verstehst du, es kommt schon. Und wenn es nicht kommt, entspann dich trotzdem. Mama, ich bitte euch, alle in den Kreis zu verschieben. Alle in den Kreis zu verschieben, genau, in den Kreis zu verschieben. Alle in den Kreis. Ja, red doch mal vernünftig, ich verstehe dich gar nicht. Ich bin gerade Chefstimme. Oh, ich liebe es, dass Claudia da ist. Sie so, red doch einfach ganz normal. Was ist denn jetzt auf einmal dein Problem? Red doch mal ordentlich. So the good news is, die gute Nachricht ist, all das hier ist genießbares Fleisch. Das Ungewöhnliche ist heute, ihr könntet alles zu essen bekommen. Von der Nase bis zum Schwanz. Und das ist doch eigentlich das Richtige, oder? Einfach mal alles verwerten. So. Und ich finde es aber auch wieder ganz schlimm, dass da wirklich so Tierköpfe überall hängen. Und dass das ja wirklich alles Tiere sind, die gestorben sind. Du hast ja schon Anus gegessen. Wie ist das von der Konsistenz? So typisches Smalltalk-Thema, ne? Du hast ja letztens erzählt, du hast so eine Delikatesse dir gegönnt, Anus, ne? Wie war das so von der Konsistenz? Die geben sich echt Mühe. Und jetzt, oh Gott, die verdreht die Augen. Oh mein Gott, die Hässliche verdreht die Augen. Was stimmt denn nicht mit ihr? Einmal oh rein da. Baby, du kriegst aber noch Lust, oder? Wow. Alles gut, okay? Wir können was trinken. Hey! Was ist denn los, Kollege? Das ist so der Wahnsinn. Sonja, ne, mit ihren Fragen. Alles okay? Was stimmt denn nicht mit dir? Was ist denn los bei dir? Magst du die Schweinegehirne nicht roh essen? Was ist denn los bei dir? 131 Gramm waren gefordert und ihr hattet? 124. Und das ist natürlich besonders bitter. Die Challenge bestand daraus, ne? Die haben so Schweinegehirne zum Beispiel gezeigt bekommen und dann hieß es so, ihr müsst 120 Gramm Schweinehirn essen. Und dann mussten die halt sagen, okay, das glauben wir, sind zwei so kleine Gehirne. Dann mussten sie innerhalb von 90 Sekunden dann diese Auswahl essen. Und danach, nachdem sie es gegessen haben, haben sie erst erfahren, ob sie richtig geschätzt haben. Und nur wenn sie drüber waren, also 120 waren gefordert, und wenn sie mindestens wirklich 120 Gramm gegessen haben, haben sie die Sterne bekommen. Und wenn sie aber drunter waren, dann haben sie keine Sterne bekommen und haben die Scheiße umsonst gegessen. Und das ist ihr halt passiert. Das ist natürlich sehr deprimierend. Oh, ich habe schon dreimal in meinen Mund gekotzt. Ja, oh, ihr habt noch 30 Sekunden. Lecker. Die kotzen also in ihren Mund und schlucken es dann wieder runter. Das ist so Zero Waste. Oh, ey. Fick mich hart. Okay. Der Typ, der mit dir in der Challenge war, soll dich jetzt hart ficken oder was? Wie geht's dir heute? Du bist viel ruhiger geworden. Nee, das ist einfach wenig Essen, ja, wenig Schlaf. Ja. Das macht viel aus bei mir. So, also er ist so super natürlich sonst auch immer unterwegs. Naja, und das ist es. Nein, er ist halt so verkrampfter Entertainer, dass er einfach jetzt auch gar nicht mehr kann. Er will einfach nicht mehr leben, ne? Weil er hat kein fettiges Essen und Pizza und keine Ahnung. Aber Tessa zeigt sich hier natürlich ein bisschen so caring, ne? Viel ruhiger so. Ja. Du bist gar nicht mehr du selber. Also du bist halt gar nicht mehr so, wie wir dich kennen, wenn die Kameras an sind. Was los? Das fuckt mich voll ab, ey. Müde, Hunger, schwindelig.
Ja, ist natürlich scheiße. Nein, ich will nicht so biestig sein. Also selbst wenn du auch so ein aufgedrehter Mensch bist und Leute gerne unterhältst, was da ganz süß ist, kann es natürlich sein, dass dich so eine Hungerperiode einfach einmal richtig down macht. Weißt, ich bin gerne lustig, aber wenn ihr mich dann hungern lässt, dann bin ich nicht mehr lustig. Tut mir leid. Also entweder ihr gebt mir eine Pizza oder es ist wirklich vorbei. Dann muss er so einen Brei essen und kann damit einfach gar nichts anfangen. Ich habe täglich 5 Stunden gelernt. Ich hatte Ellbogenentzündung am Schluss. Vom Lernen? Schreiben? Ja, von die Bögen. Also er hat für die Fahrschule gelernt und dann hatte er, weil er so viel am Schreibtisch saß, eine Ellbogenentzündung. Ne? Kennt doch jeder von uns, oder? Stars, obwohl ihr erst kürzlich auf eure Regelverstöße hingewiesen wurdet, sind erneut Camp-Regeln missachtet worden. Komm, jetzt endlich die Zigaretten weg. Ich würde so gerne sehen, wie die sich einfach so richtig zerfleischen, weil die keine Zigaretten mehr haben. Vor allem ist es nicht hinzunehmen, dass sich sowohl Lukas als auch Papis nach Einbruch der Dunkelheit allein im Camp bewegen. OMG. Weil nämlich Papis natürlich sehr, sehr sauer ist, wenn Luxusgegenstände weggenommen werden, verstehe ich natürlich umso weniger, warum er gegen Regeln verstößt. Und ich glaube, für Lukas ist es eh scheiße, weil er denkt, er muss wirklich dieses Jahr Dschungelkönig werden. Das bedeutet ihm ja auch so viel. Und dann nochmal so das Feedback zu bekommen, du benimmst dich ja nicht vorzeigefähig, ja, die ganzen Damen, die für dich anrufen, werden empört sein. Zudem hat Claudia mehrmals kein Mikro getragen. Och, komm, die 5 Male, was soll denn die Scheiße? Ihr seid aber auch penibelig. Und auch Cosimo hat bewusst gegen die Dschungelregeln verstoßen, indem er alleine am Feuer geschlafen hat. Fuck the police. Vielleicht war das Sekundenschlaf, aber ich habe nicht gepennt. Ja. Also es waren halt viele Sekunden. Es waren so viele Sekunden, dass es schon eine Minute war. Der Teamchef muss sofort alle restlichen Luxusartikel einsammeln und ins Dschungeltelefon bringen. Ja, aber das ist für mich nicht streng genug, weil diese Luxusartikel sind eine Stoffschlange von Papis zum Beispiel. Also ich meine, als würde er ohne diese nicht leben können. Ich werde so schlecht schlafen heute. Ja, aber Pech gehabt, wenn du alleine pinkeln gehst, obwohl du weißt, dass es eine Regel ist und dann kannst du jetzt noch nicht mal das dazu stehen. Er meinte dann so, ja, was soll ich denn machen, sonst pinkel ich mir in die Hosen. Ja, dann hast du es verdient. Wenn man loslässt, ist man frei. Dieser Überkonsum zerstört ja. Das hat er sie immer so in der Gruppe sagen sollen. Das hätte ich gerne gesehen, wie die sie alle dann fertig machen. Aber recht hat sie natürlich, ne? Wenn der Tag kommt, wo meine Zigaretten weg sind, dann verbrenne ich den Dschungel, weil meine Zigaretten werden nicht weggenommen. Ich würde so gerne sehen. Ich hoffe, es kommt noch. Ich hoffe wirklich, es kommt noch. Und ja, es wird mich sehr unterhalten. Ihr geht auf Schatzsuche. Die beiden. Ja, die hatten sich nämlich schon ins Bett gelegt. Jolina meinte nämlich gerade noch so, hey Leute, es ist noch nicht Schlafenszeit. Wahrscheinlich, weil die wieder nicht abgewaschen haben nach dem Essen. Und ja, jetzt wird aber nicht geschlafen. Nicht, dass die uns verkuppeln wollen. Verkuppeln? Amen, die tun uns in so Nein, was du verkuppeln, Alter, bist verrückt. Das war auch irgendwie ganz süß, ne? Stell mal vor, Quasimodo und Gigi kommen zusammen. Ich hab doch Freundinnen, du hast auch Freundinnen. Ja, ich weiß nicht, du hast schon Titel ein bisschen. Aber Frank. Also es ist Bodyshaming, ne? Es ist jetzt auch nicht das schönste Wort für die weibliche Oberweite, muss ich an der Stelle sagen. Aber ich glaube, dem Quasimodo macht das nichts aus. Ich kenne mich ganz gut mit Eiern aus. Ich habe gute Eier. Bei mir funktionieren. Ich kann es nicht hören. Aber ja, es geht um eine Ei-Challenge. Sie dürfen nicht schlafen. Da sind so Eier wie so mit, wie nennt sich das, Mikado-Stäbchen, sind so befestigt. Und immer wenn die Lampe, da ist eine rote Lampe, aufgeht und sie könnte jederzeit aufgehen, müssen sie einen Stab rausziehen. Und da besteht halt die Gefahr, dass dadurch Eier kaputt gehen. Ja? Alles schaffen wir. Nein, wir schaffen. Alles schaffen wir. Frei. Okay, das ist zum Beispiel so eine Sache, da bin ich immer richtig aggressiv. Wenn mir jemand einfach eine Backpfeife gibt, so aus Spaß, ne? Wo ich so denke, ey,
Lasst es. Warum macht ihr das? Warum haut ihr euch auch immer in den Nacken und so? Was ist das da? Könnt ihr nicht mal ein bisschen, weiß ich nicht, joggen gehen oder so, damit ihr weniger aktiv seid? Warum? Warum? Ich hoffe, ich habe noch Bauch, wenn ich rauskomme. Weil sonst... Und Frauen gefällt dir Bauch zurzeit. Ja, also heutzutage, also zurzeit ist das noch ziemlich in. Könnte sein, dass übernächstes Jahr das wieder anders ist, dass wir nächsten Sommer einen anderen Trend haben und dein Bauch dann wieder out ist, aber dann kannst du ihn ja auch einfach absaugen lassen, ne? Ja, natürlich, jetzt in wieder Mode. Welt, ja. Jetzt wieder Mode, wir wollen ein bisschen an was zum Anfassen. Was ich dann aber nicht verstehe, ist, warum er seine Fotos dann immer so photoshoppt, damit es so aussieht, als hätte er richtig den geilen, flachen Bauch. Liebe Stars, ihr habt die Schatzsuche vorher bestanden. Ihr habt jetzt die Wahl. Nehmt ihr die gewonnenen Eier mit ins Camp oder entscheidet ihr euch jetzt und hier für eine Belohnung nur für euch beide? Boah, krass. Die können also entweder 4 Eier mitnehmen ins Camp. Die könnten gebraten werden, es könnte Rührei gemacht werden und jeder bekommt nochmal eine extra Ration Essen. Oder sie entscheiden sich hier und jetzt die Pizza zu verdrücken und sie nicht mit den anderen zu teilen. Die Eier, Frau. Was willst du mit 4 Eier machen? Dann essen 4 die anderen Eier. Auch wenigstens. Es geht nicht darum. Es geht einfach darum, dass du natürlich auch an die anderen denkst und das für die mitnimmst, was du mitnehmen kannst. 4 Eier. Ich würde es verstehen, wenn es 8 Eier wären. Okay, dann hätte ich auch gesagt Team und so. Aber 4 Eier, dann kriegt jeder so ein Stück. Ja, aber ist doch besser als gar nichts, oder? Ja, meine Entscheidung fehlt noch. Ja, dann kommen dann erstmal die Pizza. Gut, aber man muss halt sagen, Quasimodo hätte es vielleicht nicht gemacht, hat sich aber hier dann überreden lassen von seinem Kollegen, aber im Endeffekt hat er sich überreden lassen. Mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so abgefuckt gerade, dass sie das mit uns macht. Es tut uns so leid, Leute. Ich finde das ganz schlimm. Ich muss sagen, ich persönlich finde das ganz schlimm. Ich finde das null unterhaltend. Und so ein bisschen kommt natürlich dann auch der Charakter von Gigi hervor, so dass er einfach wirklich an sich denkt. Ne? Dass so die anderen ihm eigentlich wirklich echt egal sind. Und das passt auch zu den Beobachtungen von Michelle und wie er mit ihr umgegangen ist und wie er allgemein auch mit seinen Buddies umgeht in solchen Shows. Und na, wir haben ja viel gesehen und der ist, glaube ich, einfach nur so auf sich bezogen. Was für Orgasmus. Mit was gibt mich der Sex? Mit Natalie. Und dann macht er noch so einen Scherz, so, ich weiß nicht. Man muss da schon echt dreist sein für. Weil ich würde wahrscheinlich echt die Fresse halten und ja, mich einfach in Grund und Boden schämen und vielleicht auch nicht mehr ins Camp zurückgehen. Das sagt Jamila auch in der nächsten Folge. Sie meint so, ich wäre direkt nach Hause gegangen an eurer Stelle. Hätte denn jemand Lust, heute auszuziehen? Echt? Jana? Ja, ich bin ehrlich. Also ich würde in Frieden und Freude in die Freiheit. Ich liebe auch, habe all meine Camp-Familie lieb gewonnen, aber... Aber mich hat jetzt vielleicht auch ein bisschen die Urkraft verlassen und jetzt würde ich dann doch schon gerne gehen. Tschüss. Ja, ich bin doch ein Leben ein bisschen freier gewohnt und... Noch freier? Also ich meine, sie ist ja schon in der Wildnis und geht ja auch immer spazieren und Bäume umarmen. Also das ist doch eigentlich schon ziemlich frei, oder? Und es ist auch einfach eine Fernsehshow und keine 9-Stunden-Schicht von montags bis freitags. Ne? Das ist ja eigentlich schon ziemlich frei, oder? Heute ist ja Wochenende und ich weiß, dass meine kleine Tochter heute bestimmt zuschaut. Deswegen, Sophia, Papi liebt dich. Oh, sehr gut. Die Zuschauer dich auch. Er weiß schon, was bei den Leuten gut ankommt, ne? Das ist natürlich aber auch ein bisschen süß gewesen. Wie sieht's bei dir aus? Glaubst du, die Zuschauer haben das honoriert, was du da geleistet hast? Ich hoffe und ich würde mich freuen, noch länger zu bleiben. Er ist für mich der absolut Süßeste und hätte er gewonnen, hätte mich das riesig gefreut, weil ich finde den wirklich Zucker. Du bist es vielleicht. Nein, er wird doch nicht rausgewählt. Einer von euch beiden, Markus oder Claudia, werden das Camp heute noch verlassen. Ja, also da hätte ich safe getippt, Claudia. Bin ich euch ganz ehrlich. Markus! Nein! Oh, das finde ich richtig schade. Ich mochte den wirklich gerne. Der hat zwar auch gerne mal hier und da so ein bisschen gelästert, aber machen wir ja auch. Du warst großartig. Doch, du bist so gut rübergekommen, ich schwör's dir. Ja, ich habe dich richtig ins Herz gewonnen. Oh, der darf sich jetzt nicht selber anzweifeln.
das machst du bitte nicht, okay? Weil es lag nicht an dir. Ich glaube, du bist einfach irgendwie, ja, ich weiß es nicht, vielleicht nicht so bekannt mehr oder so, hast vielleicht nicht genug polarisiert, aber du bist auf jeden Fall ein Zuckersüßer. Und jetzt sind wir in der aktuellsten Folge, in der Folge 10. Tag 10 im Dschungel und zum ersten Mal sind zwei Camper schwach geworden und haben sich gegen das Team entschieden. Das ist wirklich das erste Mal passiert? Ist das wirklich so? Das geht ja um die Pizza von Gigi, die Gigi und hier Quasimodo gegessen haben. Hast du auch so Hunger? Du, später, wenn ich das sehe, bei RTL Plus werde ich drüber lachen. Aber im Moment ist mir gerade nicht wirklich zum Lachen. Aber später werde ich das wirklich feiern. Wenn ich wieder schön geschminkt und frisch aufgespritzt zu Hause sitze, dann ist das vielleicht lustig. Aber jetzt, Süße, Denn ich vermute, die bringen irgendwas mit, dass sie irgendwas erspielt haben. Dass mal wieder ein bisschen Motivation hier ist, weil alle so durchhängen wegen Hunger und so, weißt du? Dass sie irgendwas haben, was uns wieder so positive Energie gibt. Weil jetzt hängen wirklich alle durch wegen Hunger. Klar, ja. Also die Erwartungshaltung ist auf jeden Fall hoch. Und wenn dann später die Bombe geplatzt, also hier zum Platzen gebracht wird, wow, ich würde ungerne dann in, also ohnehin nicht, aber da insbesondere ungerne in der Haut von Gigi und von Quasimodo stecken. Einmal richtig essen, einmal richtig ausschlafen und alles wäre wieder gut. Ja, hätte Fahrradkette, ist aber nicht. Wir wollen dich richtig, richtig so an deinen Grenzen sehen. Jetzt musst du doch Nachwachen machen, gell? Ach, musst du wissen. Immer schlafen. Gigi ist richtig so, scheiß auf Nachtwache, scheiß auf alles. Ich habe jetzt eine fette Pizza gegessen. Ich ziehe den Ego-Trip einmal bis zum Ende durch. Ja, also wenn schon, denn schon. Luca, die beiden sind eben erst wieder gekommen. Weiß ja. Eigentlich hatte ja Gigi dann Nachtschicht, die letzte mit Papis. Aber wir müssen Gigi schlafen lassen. Können wir dich dann nehmen mit Papis für die letzte Nachtschicht? Ich hab gestern letzte Nachtschicht gehabt. Frag mal jemand anderes. Vielleicht Jolina. Jolina hat ja vor mir gemacht. Claudia. Claudia? Ja, frag sie mal. Er will richtig so zum Dschungelthron, ne? Geht er in so richtig schnellen Schritten, geht er in Richtung Dschungelthron, ne? Setzt sich für die Teammitglieder ein, ja, und sagt, frag doch einfach alle anderen, aber bitte nicht mich, okay? Ciao! Wenn ich jetzt ein Kerl wäre, ein Typ wäre, ein Mann, aus Stolz würde ich schon, also wenn eine Frau mich fragt, kannst du bitte Nachtwache machen mit jemandem, da würde ich mich nicht jetzt als Typ unbedingt wieder ins Bett legen. Oh, das finde ich ganz kritisch, ihre Aussage. Aber gut, sie ist halt aus einer anderen Generation und so. Und ja, die Argumentation finde ich ganz, ganz schlimm. Aber ich finde es ja auch so schlimm, wenn Männer sagen, sie müssten ein Mann sein. So, weil, nee, sorry. Auch ich bin ein Mensch, stellt euch vor. Ich bin kein Roboter, ich brauche wirklich diesen Schlaf. Aber zumindest steht er dazu. Also er hat jetzt was gemacht, wo viele sagen könnten, oh, das finden wir jetzt aber gar nicht cool. Und wenn du hier der Dschungelkönig werden möchtest, dann musst du das doch auch dann über dich ergehen lassen. Und er ist so, nee, ich war einfach müde, ich habe Schwächen, ich stehe dazu. Und dann nicht so am nächsten Tag, oh, es tut mir voll leid. Oh, ja, nee, tut mir richtig leid, dass ich da nicht war. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es anders entscheiden. Nein, er ist so, ich steh dazu. Ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, einfach Leute jetzt wach zu machen, weißt du. Hi. Aber das ist jetzt ihr Ding. Weil Lukas Cordalis eben gesagt hat, nö, ich wach nicht auf, hat sie einfach noch eine zweite Schicht gemacht. Das musste sie aber nicht tun. Das hat was mit Kameradschaft, mit Zusammenhalt, mit Teamgeist zu tun. Und ich war da echt entsetzt, dass er sich wieder hinlegt. Ja, ich kann ihr Entsetzen natürlich verstehen. Deswegen darf man von den Menschen nicht so viel erwarten, um ehrlich zu sein. Weil dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Wenn man immer derjenige ist, der zurücksteckt, dass man nicht ausgenutzt wird irgendwann, da muss man aufpassen. Ich glaube, das regt sich viel mehr auf. Also was sie jetzt gerade so richtig doll auf die Palme bringt, ist, das ist Projektion, sie selber würde gerne Nein sagen können und sich dann immer noch liebenswert fühlen, kann sie aber nicht, deswegen opfert sie sich immer auf. Und jetzt triggert es sie, dass Lukas sich da einfach ganz klar abgrenzen konnte und sagen konnte, nö, mach ich nicht. Ich weiß schon, warum ich Menschen oft aus dem Weg gehe und lieber manchmal alleine bin, weißt du, mit meinem Hund. Und
Menschen haben mich auch zu oft enttäuscht und verletzt. Ja, genauso. Ach, naja. Ja, aber das ist nicht der Weg, ne? Du musst halt eher lernen, damit umzugehen, ne? Dass du eben nicht mehr so leicht verletzt wirst von deinen Mitmenschen. Und dann habe ich ja nach der Mittelschicht noch die Nachtschicht danach gemacht. Aber du hast doch nicht die letzte Schicht jetzt auch noch doch gemacht. Warum? Wir haben doch Papis geweckt. Ja, mit ihm zusammen. Aber Lukas wollte schlafen. Ich konnte nicht. Gestern war ich nicht stark. Ja, ist okay. Und sie versucht jetzt quasi, ihn dafür so schuldig zu machen, dass sie die ganze Nacht durchgemacht hat. Aber das musste ja nicht die logische Konsequenz sein. Du hättest ja mindestens noch 2, 3 andere fragen können. Ich hatte gestern einen ganz schwachen Moment, weil ich auch in der Nacht davor von, sagen wir mal, 3:30 bis 7 Uhr hier war. Und mehr kann man eigentlich zu dem Thema auch gar nicht mehr sagen. Also ganz ehrlich, es regt mich gar nicht auf. Ich kann seine Argumentation schon irgendwie verstehen. Und heute? Heute ja. Hast du gut erkannt, Lukas. Also heute macht er das dann auch gerne, ne? Bruder, ich sag nur Pizza am Ende. Nein. Er lacht darüber. Es ist bevor Quasimodo und er das der Gruppe beichten. Die wollten nämlich bis zum Aufstehen warten. Und er ist so ein Pizza. Aber mehr sage ich für den Anfang nicht und feiert sich selber voll. Und dann gehen wir hoch in diesen Dschungel. Und dann waren 4 Eier oder eine Riesenpizza. Dass er es auch so erzählt, würde mich als Mitcamper noch viel mehr sauer machen. Sowieso wie wieder in seiner Art, so in seiner Entertain-Art, so 4 Eier und eine Pizza. Und ich habe die Pizza genommen. Da würde ich sagen, mal Doppeltrigger. Erstmal, dass du die Pizza gegessen hast und dass du es dann auch so komisch hier so wiedergegeben hast. Und dann habe ich gedacht, okay, 4 Eier für 10 Personen. Dann würde jeder so ein Ministück nehmen. Und dann habe ich mich auf die Pizza geschmissen. Boah, Katastrophe. Und wie reagieren die anderen? Alle sind geschockt, weil sie so dachten, okay, wir hätten ihm viel zugetraut. Aber dass er das macht und dass er uns das jetzt auch noch erzählt und dann so erzählt, also was soll man da sagen? Ne? Also was soll man da sagen? Ja, der möchte irgendwie geliebt werden von allen und dann agiert er so. Nicht sein Ernst. Doch, ist wirklich sein Ernst. Ist echt sein Ernst. Und ich glaube, auch Michelle hat jedes Mal, wenn sie wieder von ihm betrogen wurde, genauso reagiert. So, ist nicht dein Ernst. Schon wieder? Ey Leute, ihr verarscht uns aber schon, oder? What? Nein, ohne Spaß. Nee, wirklich. Ist wirklich ernst gemeint. Haben die sich wirklich geleistet. So, und sie müsste sich doch jetzt eigentlich fragen, möchte ich wirklich mit so einem Menschen befreundet sein? So, oder wird sie jetzt versuchen, irgendeine Argumentationskette zu finden, wie sie ihn wieder in Schutz nehmen kann? Ich schwöre dir, wir witzig, haben, aber nein, ohne Spaß. Ehrlich. Wir haben dann die scheiß Pizza gegessen. Aber warum denkt ihr nicht an uns? Wir bringen uns die 4 Eier. Hab ich doch gedacht. Ich hätte ein schönes Omelette. Hätte man ein Omelette machen können, jeder hätte ein Stück bekommen. Ich meine, wenn wir uns eine Avocado oder 2:11 teilen müssen sonst immer, das sind ja auch keine großen Portionen. Mir ist der Mund offen stehen geblieben, weil ich dachte, das ist jetzt nicht passiert, das ist ein Scherz, sie verarschen uns. Also mein Mund steht immer ein bisschen offen, weil da so viel Volumen drin ist, aber ja, ich war wirklich überrascht. 4 Eier bei 11 Menschen. Hast du denn auch essen weil können? Jedes Mal, Pizza essen können. Waren wir gut, gell? Cosimo. Bis zum Schluss. Hast du denn ja, auch dann Pizza habe ich auch können? Die Scheißsünde gemacht. Mhm. Guck mal, und Claudia ist so, war denn Gigi doch so kollegial und hat die Pizza mit dir geteilt oder war da wirklich so egoistisch und hat sie ganz alleine gegessen? Ich entschuldige mich nicht. Ich habe gemacht, ich habe gegessen, fertig. Ja, ich bin halt wie ich bin, ne? Ich denke halt nur an mich. Also ich war ehrlich, ich war auf die Pizza. Weil ich habe gesehen 4, wir sind 11, dann hat jeder so ein Stück. Finde ich nicht in Ordnung. Ist auch nicht in Ordnung, aber wer hat denn behauptet, dass die Dinge, die Gigi tun, in Ordnung seien? Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Also sorry, ich hätte mich nicht mehr zurückgetraut. Ich wäre gleich nach Hause gefahren. Ich habe gedacht, du verarschst uns. Ja, ich wäre auch so. Also ich wäre auch direkt so, okay, tschüss, ich gehe dann jetzt auch. Also ich breche das ab, weil da nochmal zurück ins Camp zu gehen und das dann so auf lustig denen zu erzählen, nee. So eine Aktion, also die ist wirklich unfassbar. Ja, das macht man einfach nicht. Es ist einfach wirklich so, da kann man auch nichts drehen und wenden. Es ist einfach wirklich die Arschlochnummer. Das ist scheiße, es tut mir voll leid, Mann. Ich habe gedacht, wären das 6, 7 Eier dann safe, aber bei 4 und 11.
oh, Gigi, lass es einfach. Bitte lass es einfach. Es war nie mehr für jeden Einzelnen von euch übrig. Also ich würde mir total bescheuert vorkommen. Da sagt er nur, oh, mit 4 Eiern, was kannst du da machen? Ja, er kann ja sowieso nicht kochen, also mal ganz davon ab. Ja, so als hätte er ein Verständnis für Mengen oder irgendwie sowas. Halt auch nicht, ne? Ihr habt wirklich eine große Pizza bekommen? Ja. Ja, doch, es ist wirklich wahr. Aber ehrlich, ich bereue das. Ich schwör's dir, ich bereue das. Aber wenn es heute Abend wieder zur Debatte stünde, würde ich mich wieder so entscheiden. Aber das ist der Moral. Verstehst du, was ich meine? Du hast recht. Ihr habt wirklich recht. Hätten wir die Eier lieber gebracht, hätte jeder ein Stückchen bekommen. Ja, bei 4 Eier 11 Personen. Ja, aber denk doch nicht immer an dich selber. Nein, das hat doch nicht so. Ich hab gedacht, 4 Eier. Gigi, das hat doch nichts mit nur an mich denken zu tun. Hä? Wie kommst du jetzt auf die Anschuldigung? Ich hätte laut applaudiert, wenn sie mit 4 Eiern hier ins Camp zurückgekommen wären. 4 Eier generell wären bei den beiden nicht schlecht. Das finde ich auch sehr, sehr kritisch. Das sind auch nochmal so eigene Päckchen. Ne? Weil Eier, Mann und so weiter, oh, mag ich gar nicht. Setz dich jetzt bitte hin. Lass dich jetzt hinsetzen. Ich wollte nur sagen, es tut mir leid. Ich kenne diese Essensprüfungen. Und wenn die gekommen wären, hätten die auch alles gegessen. Wo du einen Burger oder du isst eine Kakerlake, so ungefähr. Hätte Gigi wirklich gemacht. Glaube ich auch. Der hätte den Burger verdrückt, der hätte alles verdrückt und hätte dann wahrscheinlich noch gedacht, er sei sehr originell und unterhaltsam. Aber wenigstens eine gute Schlagzeile für euch. Pizza statt Teamgeist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da freuen sie sich natürlich, ne? Das ist wirklich so. Aber das ist ja auch so, glaube ich, das Hauptziel von beiden. Hauptsache irgendwie auffallen und, ne? Ja, und was denken die sich jetzt alle? Wird Cecilia jetzt endlich aufwachen und merken so, nee? Team ist aber auch Familie und in der Familie gibt's auch 2 kleine Jungs. Ja, aber die sind halt keine 2 kleinen Jungs, ne? Die gehen halt beide irgendwie, sind sie erwachsen und reden auch über so Erwachsenenzeug, so Bumsen und so weiter, betrügen, bla bla bla. Und dann darf man sich natürlich auch schon wie ein Erwachsener benehmen. Die in euch drinstecken, die in dem Moment eben einfach nach dieser Tortur 19 Tage jetzt die Pizza wollten und ich kann mich mit ihnen freuen, dass sie die Pizza gekriegt haben. Super. Ja. Also wo sie das jetzt her hat, weiß ich auch nicht, weil ich könnte mich nicht mit den beiden freuen. Jana, jetzt muss ich dich, tut mir leid. Ich finde deine Theorie total falsch. Und du sagst mir, dass die, was sie haben gemacht, ist ganz richtig. Die nehmen das Essen, sitzen da und essen, während wir hungern hier seit 10 Tagen. Ja. Also sorry, bei aller Urkraft und auch Yoga und Zen und bla, das war einfach eine Arschaktion und das kann man jetzt nicht, da kann man sich nicht für die kleinen Kinder freuen. Also wenn ich quasi Moto sehe, ist das Letzte, woran ich denke, ein Kind. Okay, Papis, ich liebe und respektiere dich die ganze Zeit, gebe dir immer Props und du kommst oft mit was und stellst dich hin und sagst kategorisch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ich gebe dir Props, ich share dich auch gerne in meiner Insta-Story und so weiter, aber du kannst doch hier nicht uns mitteilen, was du für falsch und für richtig ansiehst, ne? Ich glaube, bei dieser Thematik kann man das schon. Ich finde, da gibt es keine 2 Seiten der Medaille. Das war einfach wirklich falsch. Aber genau, ich bin ehrlich, ich habe dann lieber das jetzt, also Cosimo, nichts gegen dich, dann steh einfach zu, sag, ich hab's gegessen jetzt wie er und nicht jetzt so, scheiße, lass scheiße. Mich doch jetzt in Nein, mal Cosimo, du hast es im Endeffekt gemacht. Ich habe mich doch entschuldigt. Ja, aber du musst aber ich mich nicht entschuldigen. Leute, ihr habt ja, und das. Ich habe mich entschuldigt Nein, für das, dass die lieber die, ja, die Eier weiß, genommen Ja, aber es bringt doch jetzt nicht dieses, die ganze Zeit. Ja, aber lass mich doch auch entschuldigen. Ja, du ja, hast mich doch auch entschuldigen. Warte, hör mir doch erstmal zu. Ich will du dir nicht zuhören. Doch, ja. Boah, richtig unsympathisch vom Quasimodo. Also ich muss sagen, ich verstehe Cecilias Aussage, weil mach es nicht. Und dann kommst du am nächsten Tag und ne, während du die Pizza noch gar nicht ausgeschissen hast, tust du jetzt so, als würdest du das richtig bereuen und dann würdest du es aber heute Abend wieder tun. Und dann auf ihre Kritik so einzugehen, ist halt auch einfach richtig scheiße. Also so, da kaufe ich Quasimodo seine Entschuldigung auch null ab. Das ist genau das. Also du bist das immer so wie Gericht, nein, nein, Alter. Aber sorry, einen Moment du bist bitte. Wie Gericht, wenn meine Kinder nach Hause kommen und haben was ausgebrochen und die sagen das dann, wenn sie schreit. Ja, gut. Okay, Tessa. Lass es einfach. Also, jetzt hat Tessa natürlich Cecilia wieder provoziert, weil sie will sagen, wenn ihre Kinder nach Hause kommen und was ausgebrochen haben und sich dann entschuldigen, damit sie keinen Hausarrest bekommen und ihre PlayStation nicht weggenommen wird, wäre das was anderes. Ja, wäre es auch, weil sie wirklich Kinder sind. Genau, das meine ist ja wieder. Das hat doch nichts mit mir zu tun, du hast mich nicht was aussprechen lassen. Ja, guck mal, wie aggressiv du wieder bist. Okay, jetzt bin ich wieder aggressiv. Ja, ihr seid beide aggressiv. Haben wir das Thema jetzt schon wieder?
Ich war noch nicht fertig. Und ja, sag mir nicht, nein, sag mir nicht ständig immer, sei nicht aggressiv. Du bist doch gerade aggressiv. Ja, du machst mich wütend. Nee, du selber kannst dich wütend. Ja, genau. Immer dieses, du bist keine Psychologin. Ja, und wer hat dich dann gestern so wütend gemacht, Tessa? Als du selber so ausgerastet bist? Also was sie anderen so empfiehlt, passt immer so gar nicht zu dem, was sie sich selber dann empfiehlt und tut. Ja, aber was habe ich gestern gesagt? Nehmen wir die scheiß Eier lieber mit, Kinder. Ach so. Jetzt sagt er so, und was habe ich gestern gesagt? Ich habe gesagt, wir sollen das nicht essen, ne? Aber gegessen habe ich es dann trotzdem. Mhm. Markus war einfach so wie der ist ein Vater, ne? Oder Onkel. Ein herzlicher Mensch. Ja, wie ein Onkel ein war der. Ein super herzlicher Mensch. Ja, was man jetzt von dir, insbesondere Gigi, nicht so behaupten kann, ne? Aber dass er es bei jemand anderem sieht, gibt mir Hoffnung. Das bedeutet, er kann es erkennen und eventuell wird er das dann auch irgendwann mal sich abgucken und sich als Ziel zu nehmen, so ein herzlicher Mensch zu werden. Ich wäre zum Beispiel glücklicher, wäre Claudia gegangen und nicht Markus. Ja, aber ja, warum? Also, versteht auch keiner. Ich glaube, ich wäre auch glücklich gewesen, wenn er gegangen wäre. Ich wähle in die Dschungelprüfung Cecilia. Bei ihr ist ganz viel angestaute Energie, die sie in Form von Aggression auslebt. Und deswegen denke ich, ist es gut, wenn sie mal rauskommt und mal ein bisschen Vollgas geben kann. Wie gut sie daran ist, Cecilia Tipps zu geben, ne? Aber vielleicht könntest du zu dieser Prüfung ja auch antreten, damit du nicht mal so ausrastest und so. Weißt du, wie viele es gibt, die in dieses Format rein wollen? Ja, klar. So viele. Und ja, und mich haben sie genommen. Ja, guck. Zwar Ersatz, aber ich bin da. Ist ja egal, wie du hier ankommst. Hauptsache, nicht immer betonen, ne? Hauptsache, du kommst Hauptsache an. Rein. Hauptsache, bist drin. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, das war so ein richtiges Lebensziel. Es ist wie so ein Oscar oder irgendwie sowas. Ich war zwar nur auf der Ersatzbank und sie haben mich genommen, weil es keinen anderen mehr gab, der irgendwie schon in der Corona-Test hier dieser Quarantäne war. Aber hey, ich bin hier. Vor was hast du denn Angst? Vor Angst vor Versagen. Ich komme da. Okay. Ja, das ist bei mir immer so am Extremsten. Keine Ahnung, wieso. Guck mal, Angst vor Versagen ist halt so auch darin begründet, dass man denkt, man sei nicht liebenswert, nicht genug, wenn man eine Aufgabe nicht erledigt. Löst dich davon. Du kannst so oft versagen, wie du möchtest und trotzdem bist du einfach eine geile Sau. Diese Knoten machen mich wahnsinnig. Scheiße, was habe ich für Kacknägel? Ja, die Gelnägel halt, ne? Die guten alten Gelnägel, die mir auch jeden Tag das Tippen auf meiner Tastatur erschweren. Wo habe ich noch einen? Da ist noch einer! Wie viel Minuten Zeit habe ich noch? Sie hat das richtig geil gemacht. Sie hat es einfach wirklich richtig, richtig geil gemacht. Fuck! Nein! Bitte! Nein! Nein! Mein Gott, ich hab ihn. Wow. Ich finde, für mich war das so wirklich die spannendste Dschungelprüfung, die ich in dieser Staffel gesehen habe. Oh mein Gott. War Horror, wie ich geschrien habe. Sie ist eigentlich schon echt so mit die liebenswerteste dort, ne? Auch nicht ganz perfekt so hier in ihrem Umgang, aber wirklich schon sehr liebenswert, unterhaltsam und so. Seid ihr alle da? Also bevor du kommst, ich stinke extrem. Ja, ich auch. Das war das krasseste, was ich jemals erlebt habe, weil ich mich selber noch nie so erlebt habe. Weil es war Adrenalin, alles. Ich habe so geheult, aber es war alles okay. Deswegen konnte ich dann, nein, Sterne mitbringen! Ja! Auch so richtig sympathisch, wie sie es rübergebracht hat, ne? Einmal so wirklich ganz kurz und knapp, ne? Dies, das, Ananas, ich habe 9 Sterne. Ich brauche heute irgendjemand, der mich mitzieht, weil ich hänge heute total durch. Echt? Hm. Voll die süße Vorgehensweise, dass man einfach so sagt, ey, ich bin heute gar nicht auf der Höhe. Ich bräuchte wirklich jemanden, der mich mitzieht. Finde ich mega geil. Ich merke, ich habe einen totalen Durchhänger, auch emotional. Echt? Nee, ich mach nur Spaß. Oh, das ist nicht gut. Mhm. Warum ist das nicht gut? Man kann ihn doch haben. Man muss ihn nicht immer abliefern und performen und immer die beste Version seiner selbst sein und auf der Höhe. Nein, ihr geht's scheiße und sie sagt es. Super. Liebe Jada, die Mama ist hier und ich will nicht schon wieder heulen, das ist nicht gut. Die Mama ist hier und kämpft für uns. Ich halte durch. Und ich mache das hier alles für uns, dass es uns gut geht am Ende des Tages. Mama könnte natürlich auch einem Job nachgehen oder irgendwie sowas, ne? Oder ist sie schon im Rentenalter? Ich weiß es gar nicht. Aber
das ist auch schon wieder so, dass sie so ein riesen Opfer bringt. Erstmal sagt sie, danke, dass ich hier mit dabei sein darf. So, ich bin ausgewählt worden. Dann sagt sie, sie fühlt sich da auch so wohl, weil sie da nicht so einsam ist. Und dann wiederum sagt sie, oh, Mama tut sich das hier wirklich alles nur an, damit wir auch wieder einen Kühlschrank haben. Das ist so ein bisschen zu doll. Also ich meine, weißt du, es gibt auch andere Wege, wie man für Geld sorgen kann. Weißt du, wer mich so ein bisschen wirklich an Philipp erinnert? Gigi, das gleiche kindische Gemüt. Ja, da ist was dran. Aber weißt du, was ihm im Gegensatz zu Philipp noch ein bisschen fehlt? Hm? Das ist diese gewisse Empathie. Oh, finde ich gut, dass sie das da auch mal thematisieren. Weil, ne, also ja, die geben mir ähnliche Vibes. Die Staffel mit dem Philipp habe ich mir gar nicht erst angeguckt damals, weil, warum eigentlich nicht? Weil ich dachte, die kommt einmal die Woche, aber dann kam die jeden Tag und dann kam ich mit meinem Zeitmanagement durcheinander. Aber die sind schon so eine ähnliche Type, aber der Philipp scheint mehr Empathie zu haben und deswegen hat das damals auch gewonnen. Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass viele jetzt sich so denken, oh krass, ja, bei aller Süße und so weiter, wir finden den Gigi immer voll cute, aber das war jetzt auch ein bisschen assi, ne? Als hätte ich mich verlaufen irgendwo. Dann denkst du wieder an draußen und dann war ich auf einmal lost. Boah, ich werde behindert hier, nicht neugierig, ich werde hier komplett behindert. Ja. Müsste sie da eigentlich nicht sagen, Schatz, Mama halblang, weil vielleicht weißt du gerade nicht, was behindert bedeutet und ich schon, weil ich arbeite jeden Tag mit Behinderten zusammen und das sollte man jetzt nicht einfach so benutzen und auch in einem negativen Kontext. Ich hasse diesen Ort, ja. Was machst du denn? Ich hasse diesen Ort. Glaub mir, irgendwann wirst du dich zu gerne zurückerinnern und sagen, so krass, verflucht, ja, er bringt halt seine hässlichsten Seiten zum Vorschein. Boah, ich will, ich hab gesagt, ich werde niemals emotional und so. Aber dann denkst du an draußen. Hm. Ah, also ich vermisse meine Perle, mein kleines Diamant. Boah, ja, ich bin ehrlich, die fehlt mir voll und so, weißt du. Ist das die Miss Feist, ne? Die vermisst er und er sagt aber nicht den Namen, weil er so ein bisschen so auf Mysterious macht, so auf Geheimnis oder was? Sie ist mir das Wichtigste momentan im Leben. Aber momentan nur, ne? Weil ich befinde mich auch gerade in einem richtig krassen Tief und ich benutze sie auch, um irgendwie über Michelle hinwegzukommen. Aber es könnte halt wirklich sein, dass bald sie nicht mehr das Wichtigste in meinem Leben ist. Es ist alles so wirklich so temporär. Sie wünscht sich immer, dass ich mehr Emotionen zeige, weil... Ja, also hat er bei ihr die gleichen Probleme, dass er beziehungsunfähig immer noch ist. Keine Ahnung, ich versuche ihr irgendwie immer zu erklären, dass sie sich keinen Kopf machen muss und dass sie in ein Level ist, wo ich sie unglaublich viel Herz, also wirklich liebe und ich würde sehr, sehr vieles für sie tun. Ach, er liebt sie auch schon. Das ist ja richtig auch wieder so eine unüberstürzte Kiste, die richtig so Hand und Fuß hat für die Zukunft, ne? Mhm. Ja, ich glaube auch. So, ich bin wieder da und falls ihr euch fragt, warum es hier wieder eine Unterbrechung gab, es ist jetzt gerade so ungefähr 1,5 Stunden später. Ich bin runtergegangen und habe noch etwas gegessen, eine Bowl mit Joghurt und Früchten und so. Ich habe nämlich auch an eine Sache nicht gedacht und zwar... London war ja nicht geplant und London hat so einen Adapter für die Steckdose und die Mexikaner haben die gleiche Art von Steckdose wie die Amerikaner. Das bedeutet, ich habe jetzt zwei, also die europäische steckt in der britischen und die britische steckt in der mexikanischen und ich habe das auch noch einmal mitgebracht. Und jetzt kann ich entweder meinen Laptop laden oder den Kameraakku. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch einen Adapter irgendwo holen. Das bedeutet einfach nur, dass ich so ein bisschen hin und her jonglieren muss und dann einmal kurz raus musste, solange dann die Kamera wieder lädt. Und jetzt musste ich wieder hoch, weil mein Laptop wieder leer war. Also es ist echt nicht leicht, wenn man so ein bisschen verpeilt ist. Ne? Ich glaube, ich brauche so eine richtige Strichliste, nicht Strichliste, sondern Checkliste vor jedem Urlaub. Ich kommentiere jetzt einmal mit euch rasch die 10. Folge weiter durch. Ich wollte hier rein. Gigi seine Show abliefern. Der Damon Murk, ich komme gar nicht klar. Ich weiß. Ja, ich glaube, das ist auch mit ganz viel Druck so bei ihm und bei Cosimo verbunden. Weil die haben einfach gemerkt, dass das so zieht. Und das kostet die aber auch immer viel Anstrengung, ne? Einfach mal so zu sein, wie man eigentlich gar nicht ist. Und ich glaube halt auch, dass deswegen so viele in der Showbranche am Ende bei Drogen landen, weil sie glauben, sie würden nur geliebt werden von ihrer Umwelt oder von den Zuschauern, wenn sie so richtig aufgedreht sind. Aber ich glaube, früher oder später werden die merken, dass ein bisschen mehr Authentizität denen besser tun wird.
Das ist ja hier deine Chance, dich selbst zu wachsen, dass du merkst, okay, dieser Coole, den ich auch immer da war und immer weiß noch nicht, ob ich überhaupt eine Beziehung kann, weißt du doch jetzt für dich, was, was dir fehlt und was du brauchst und was du willst. Das solltest du nicht als Fluch nehmen oder als schlechter Ort nehmen, sondern eher als positiver Ort. Du musst die positiven Dinge hier drin sehen. Das ist wirklich ein positiver Ort, weil du kannst endlich einmal ein bisschen klar denken und sehen, was für ein Mensch du vielleicht mal werden möchtest. Du kannst hier eine Entwicklung machen. Entwicklung ist, ich weiß, es macht Angst. Ja, ich stecke auch selber drin, aber es ist eigentlich ein richtig guter Ort. Ich habe hier echt verstanden, so was ich will und so im Leben. Ich wünsche es mir für ihn, ne? Weil ich meine, das Potenzial hat er. Ich finde, er sieht super gut aus und hat auch echt coole Seiten. Die sind nicht so oft zu sehen, aber er müsste halt wirklich irgendwie an sich arbeiten. Weil ich glaube, diese Miss Feist oder wie sie heißt, mit der wird er auch nicht alt. Die wird er auch dann betrügen und bla und hier Spielchen und das und Ananas. Und dann war es das auch wieder nicht. Du weißt, ich kann auch nur mit dir darüber reden. Ja, ich weiß. Mit wem soll ich hier reden? Ja, mit ihr und mit ganz Deutschland, ne? Stimmt, aber vielleicht mit Claudia? Die würde dich vielleicht auch verstehen, wenn du ordentlich sprichst. Moi, der Gigi. Wie heißt deine Freundin? Merle? Nein, ich glaube, es war Perle. Ach komm, das ist ja nicht sehr konkret. Da könnte im Ruhrgebiet ja quasi jeder seine Freundin sein. Ich denke, das ist die Idee dahinter. Naja, solange er sie nicht durchnummeriert, ist es wohl doch die große Liebe. Genau, er wollte halt so ein bisschen den Staub so aufwirbeln. Wahrscheinlich, dass die Leute so sind, oh, wer ist denn jetzt seine Freundin? Alle, die dann diese Insta-Stories nicht gesehen haben, mit wem könnte unser David Beckham denn jetzt zusammen sein? Also Papaya und Avocado essen wir roh, ganz sicher, oder? Das ist unsere Avocado. Aber wir haben nur das bekommen. Nein, sorry. Ja, immerhin. Ihr habt nur Avocado bekommen. Avocado? Wir haben nur eine Avocado bekommen. Nein, die haben doch hier ganz... Der ganze Korb ist doch Gemüse. Da komme ich ja auch nicht mehr mit, ne? Also Tessa, hör auf, so bockig zu sein. Meine Papaya, meine Avocado. Da ist so viel Gemüse, du kannst doch eigentlich alles essen, was nicht Fleisch ist. Warum separieren die sich immer so doll? Ja, also versteht das einer? Vor allem das Gemüse, was die da machen, ne? Das wird in einer anderen Pfanne zubereitet als das Fleisch gleich. So, also warum isst die dann da alleine ihre Avocado und nimmt nicht teil an dem anderen Gemüse? Ich verstehe es nicht. Das sind mehrere Flügel, ne? Du musst jetzt nicht hier sitzen, wenn du das nicht sehen kannst. Ich stehe auch auf. Dankeschön, Mutti. Bitte. Ich muss sagen, ich kann Claudia verstehen. Weil dann sitzt sie da am Rand, sie hat sich ja entschlossen, vegan zu sein. Und ich sag dir eins, Tessa, du wirst ganz viele Leute davon abhalten, die Schönheit am Veganismus zu erkennen mit deiner Art. Weil die ist vollkommen unsympathisch. Die ist richtig so, wenn du da am Rand sitzt, diese Leute haben alle richtig dollen Hunger und für die ist Fleischkonsum noch in Ordnung. So, wenn du dann da aber sitzt als Veganerin und so, und sowieso da so eine kleine Krawallfee bist, da wirst du die nicht mitreißen. Da sitzen wir alle und freuen uns auf das Essen, ne? Was Cecilia wirklich mit harter Arbeit erspielt hat. Und dann sitzt sie einfach nur da. Sehen kann ich das sehr wohl, aber ich muss es nicht riechen. Ich muss nicht dem verwesten Gestank von brutzelnden Leichen. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht, Tessa. Also... Falls ihr das sieht, da musst du echt nochmal umdenken. Weil du willst doch, dass ganz viele Leute vegan werden. Ne? Aber wenn du dann so denen begegnest, das hasst jeder. So den verwesten Gestank von brutzelnden Leichen. Sag mal, also geht's noch? War die nicht noch die Veganerin, die meinte, ich mische mich nicht ein bei Leuten, die Fleisch essen? Und auf einmal ist ja das alles so leichenmäßig. Ich war halt auch mal vegan ein Jahr und ich habe auch ein bisschen zu doll reingeschissen. Weil das Ding ist halt zu ihrer Verteidigung, wenn man da erstmal drin ist in dem Thema, ich habe ja gesagt, ich esse nur Fleisch aufgrund von Verdrängungsmechanismen. Aber wenn man da erstmal wirklich drin ist und sich wirklich jeden Tag vor Augen führt, dass das wirklich die Flügel sind von, was weiß ich, 30 Hühnern oder Hühnchen oder einfach Tieren, Lebewesen, die genauso Schmerz empfinden wie wir, dann ist das für jemanden unbegreiflich. Und sie ist ja auch müde und hungrig und bla und hat ein kleines oder dünnes Nervenkostüm. Aber
ja, mach es nicht. Ich hoffe, sie macht das im wahren Leben nicht auch so, weil da wird sie alle von abhalten, auch nur darüber nachzudenken, vegan zu werden. Das ist wirklich, es kotzt einen fast schon an. So wie mit fühlenden Individuen umgegangen wird. Völlig so eine trotzige Haltung, verkriecht sie sich da in ihr Bett, wendet sich von der Gruppe ab, spricht in ihr Mikro, das bekommen alle mit. Ich mag es überhaupt nicht sehen. Es ist schon nervig, weil ich habe sowas jetzt schon öfters mitbekommen. Ich kenne einige Veganer, aber die benehmen sich irgendwie alle nicht so. Ich hoffe, dass Tessa da echt nochmal umdenkt. Weil ich finde es schade. Ich würde mich freuen, dass sie, wenn sie dann mehrere Leute dazu bewegen würde, halt wirklich da so mitgerissen zu werden. Ich wurde damals mitgerissen von meiner Nachbarin und die hat das auf so eine liebevolle Art und Weise gemacht. Also überhaupt nicht, wie nennt sich das, so verurteilend, und sondern sehr liebevoll. Das ist aber ein Festmahl, du. Ein Festmahl. Sehr, sehr grausam. Dieses Wallaby hätte auch einfach leben können. Und ich krieg eine fucking halbe Avocado. Ist for real, oder was? Du musstest aber nicht nur die halbe Avocado essen. Claudia hat doch gesagt, dass in diesem Korb ganz viel Gemüse ist. Claudia, ich wollte dich nicht erschrecken, indem ich die Dinge beim Namen nenne, wie sie sind, ne? Nee, aber da, nee. Und da muss ich sagen, Tessa, no. Also jetzt macht sie so auf Lieb, auf Versöhnung, aber steht dann immer noch dahinter und sagt, ja, ich wollte dich wirklich nicht angreifen, indem ich so ein Kotzgesicht aufgesetzt habe, als du dich auf dein Essen gefreut hast und die Dinge einfach nur so beim Namen genannt habe, ne? Dass das nach Verwesung hier riecht und so und dass euer Körper ein Grab ist. Sorry, das war überhaupt nicht böse gemeint. Da würde ich an Claudias Stelle sagen, hier, geh einfach weiter. Also ich wollte dich nicht angreifen. Es geht nur darum, jedes Mal, wenn wir anfangen zu essen, dann sagst du tote Leichen. Ja, aber du hast doch zu mir gesagt. Ich hab doch nicht gesagt tote Leichen. Ja, ich hab's nur beschrieben in meinen Worten, warum ich aufstehe, dass ich den Geruch nicht ertragen kann. Das kann ich total verstehen. Und das sind doch tote Leichen. Ja, ja. Aber sind's ja, doch. Jetzt nochmal tote Leichen und verwesen schon. Unnötig, da, also. Ja, ist ja gut jetzt. Ich glaube, es ist doch das Beste, dass sie heute rausfliegt, weil ich glaube, niemand hat auch mit so vielen Menschen gestritten wie Tessa, ne? Und wenn man sowas dann sieht, ja, sie ist halt gar nicht angepasst, sie ist, hat ganz viele Päckchen, hat vielleicht noch ihre Krankheit, die hier und da durchsickert. Und also, das jetzt geht gar nicht. Also dann such auch nicht die Aussprache, wenn du weiterhin auf Streit aus bist. Wenn sie sich da irgendwie mich bevormundet und mich irgendwie anfährt, dass ich jetzt besser aufstehen soll, weil ich das nicht sehen könnte und keine Ahnung was, stellt sie sich halt wieder über mich. Ja. Und das ist, glaube ich, so wirklich ihr Haupttrigger, ne? Jemand stellt sich über sie, Mama, Papa, das kommt immer wieder am dollsten hoch bei ihr, ja. Auf jeden Fall habe ich ja gar nichts gegen Claudia. Man meint irgendwas lieb und fragt irgendwen und ja, aber das so, Nee, so war es aber leider gar nicht, Süße. So war das ganz und gar nicht. Das war nicht mal lieb gefragt und dann dreht die durch, weil die so verrückt ist. Und es können auch nicht alle um dich herum verrückt sein und aggressiv und so, ne? Guten Appetit euch. Das ist doch jetzt auch wieder provokant, oder? Dass eine erwachsene Frau so verdrängen muss, sie weiß es nicht besser. Ja, es war provokativ gemeint, weil hätte sie dieses guten Appetit euch liebevoll gemeint, dann hätte sie sich mit dazugesetzt und mit denen das Abendessen verbracht. Sie hatte auch was von deren Gemüse gegessen. Aber nein, sie legt sich jetzt in ihr Bett, abseits von der kompletten Gruppe und kommt dann mit so einem guten Appetit euch mit den Leichen. Die schläft, ne? Wer schläft denn, Leute? Aber Hauptsache irgendwie rumlästern ohne Ende. Dumm einfach. Aber hat Tessa nicht so diese Manier, dass wenn Leute essen, dass man dann nicht ins Bett geht, sondern dass man bis zum Ende dann auch mit am Tisch bleibt? Mahlzeit. Und der Schuss war jetzt auch wieder voll unnötig. Mahlzeit aus dem Bett. Heute das Camp. Verlassen muss Tessa. Ja! Also tschüss, ja, Glückwunsch dann demnach. Ja. Ciao. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, sie ist richtig glücklich. Ja, voll toll, ja. Das passt aber so ein bisschen, ne? Bloß jetzt nicht zeigen, dass man irgendwie traurig ist oder so. Sie ist so dankbar, sie wollte unbedingt gehen. Ja, Halleluja. Dann gibst du einen Kuss von mir. Mach ich. Von dir? Okay. Ja, wie sagt man das?
Da habe ich jetzt auch noch mal eine ganz kleine Ungereimtheit gesehen. Und zwar sagt Tessa auf der einen Seite Baby und Angel oder so zu Menschen, die sie einen Tag kennt. Das ist ihre Love Language. Aber wenn da Quasimodo als Italiener so liebevoll ist und sagt, ja, gib deiner Tochter einen Kuss von mir, kommt sie so mit, von dir jetzt? Wir kennen uns noch gar nicht. Also da würde ich dann mir wünschen, dass sie sich entscheidet, ob sie dann dieses Close mag, weil es ihre Love Language ist, oder ob sie dann doch wieder die Kühle ist. Aber es wäre schön, wenn es da so einen roten Faden gäbe. Leute, ich sage tschüss, I love you. Ob ihr es glaubt oder nicht, ne? Aber seitdem ich heute angefangen habe, ich habe bei uns ist es jetzt 14 Uhr, ich habe um 7 Uhr angefangen. Das bedeutet, wir haben es jetzt 7 Stunden. Eine Stunde wird noch, glaube ich, reingehen in zu Ende schneiden und Thumbnail und TikTok und Insta-Reel. Und man muss halt sagen, dass ich Folge 8 und Folge 9 im Flugzeug geguckt habe. Also ich liebe, was ich mache. Ich schwöre euch, ich liebe, was ich mache. Aber mir wird gerade voll bewusst, wie viel Zeit das eigentlich ist. Das ist voll viel Zeit jetzt für dieses Video. Ich hoffe, ihr genießt es in vollen Zügen, denn ich mache es wirklich mit Liebe und Leidenschaft. Und I love you.